Angenehmen Nachmittag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu einer Sonderausgabe der Zeit im Bild. Es ist die erste Zeit im Bild Spezial in diesem Jahr, aber das Thema, das kennen wir zur Genüge. Corona natürlich. Bundesregierung, Länder, Fachleute und die GECKO-Kommission beraten seit knapp 3 Stunden, wie Österreich der Omikron-Infektionswelle begegnen soll und überhaupt kann. Die Pressekonferenz dazu beginnt in wenigen Minuten und wir übertragen das dann natürlich live. Dass Handlungsbedarf besteht, das legen die aktuellen Infektionszahlen nahe. Gestern haben wir einen rasanten Anstieg auf fast 10.000 Neuinfektionen erlebt. Heute sind es knapp 9.000 neue Fälle, also auch nicht zu wenig. Deshalb steigt der 7-Tages-Schnitt auch auf 5.400 in etwa. Und wir sehen es ja, die Kurve, die zeigt da steil nach oben. Da kommt schon noch etwas auf uns zu. Auf die Krankenhauszahlen wirken sich diese Neuinfektionen derzeit noch nicht wirklich aus. 971 Menschen müssen aktuell stationär im Spital behandelt werden. 295 davon auf der Intensivstation. Die Zahlen sind hier derzeit noch rückläufig, aber Expertinnen und Experten erwarten schon, dass auch das wieder steigen wird. Fraglich ist dann, in welchem Ausmaß. Denn auch wenn Omikron ansteckender ist, so bringt diese Variante oft mildere Verläufe. Das ist also die Grundlage für die Beratungen heute im Wiener Regierungsviertel. Zum ersten Mal im neuen Jahr treffen sich die politischen Spitzen am Ballhausplatz, um die weiteren Schritte der Pandemiebekämpfung zu beschließen. Die Teilnehmenden werden lautstark von einer kleinen Gruppe Impfgegner empfangen. Die Landeshauptleute sind via Video aus den Bundesländern zugeschaltet. Schwerpunkte bei der heutigen Sitzung sind der Schutz der kritischen Infrastruktur und mögliche Änderungen bei den Quarantäneregeln. Trotz Kritik beharrt Bundeskanzler Nehammer auf die Einführung der gesetzlichen Impfpflicht ab Februar. Alle Experten seien sich über die hohe Schutzwirkung auch gegen Omikron und Hospitalisierungen einig, wird der Kanzler in der Kronenzeitung zitiert. Das Forcieren der Boosterimpfung soll der Schlüssel im Kampf gegen die Omikronwelle sein. Also viel zu besprechen. Noch sind die Türen zu, aber vor diesen Türen, da steht mein Kollege Matthias Westhoff wieder im Bundeskanzleramt. Mit ihm sind wir jetzt live verbunden. Herr Westhoff, was ist denn Ihre Einschätzung? Kommt jetzt ein 5. Lockdown oder anders gefragt, brauchen wir dringend einen Termin beim Friseur? Einen Lockdown, den kann ich mir nicht vorstellen. Mehrere Sitzungsteilnehmer haben das mir gegenüber vor wenigen Minuten noch ausgeschlossen. Vergessen wir nicht, wir haben ja durchaus auch Maßnahmen schon in Kraft, die einschneidend sind. Es gibt einen Lockdown für Ungeimpfte, eine Sperrstunde in der Gastronomie, 2G-Regeln in praktisch allen Bereichen. Und das wäre jetzt eine Verschärfung, die heute neu dazukommt. Die 2G-Regel im Handel, also im Kleidungsgeschäft, beim Einkaufen, die soll nicht nur in Salzburg, sondern in ganz Österreich künftig strenger kontrolliert werden. Aber nicht nur an dieser Schraube wird gedreht, auch die FFP2-Maskenpflicht im Freien, die soll insofern ausgeweitet werden, dass überall dort, wo ein Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, eine FFP2-Maske zu tragen sein wird. Eine dringende Empfehlung fürs Homeoffice, damit, glaube ich, kann man auch rechnen. Das sind so die Maßnahmen, an denen die Regierung insofern nachbessert, etwas verschärft, aber das ist natürlich weit entfernt von einem Lockdown, wie Sie ihn angesprochen haben. Da sitzen jetzt auch nicht nur Politiker in diesem Gremium und Politikerinnen, sondern auch Fachleute. Was hören Sie von denen? Also gibt es die Einschätzung, dass das reichen kann, um die Omikron-Welle irgendwie in Schach zu halten? Die Frage ist, was ist die neue Strategie der Regierung? Denn Omikron, das ist deutlich ansteckender, aber offenbar eben auch milder im Verlauf. Das heißt, man kann sozusagen mehr Infektionszahlen, höhere Infektionszahlen theoretisch aushalten. Das hat aber auch den Effekt, dass bei vielen Infizierten und vielen Menschen, die in Quarantäne sind, Arbeitskräfte ausfallen. Und genau das ist ein Thema, wo die Experten von GECKO in den letzten Tagen und Wochen Pläne auch ausgearbeitet haben, Empfehlungen ausgearbeitet haben, wie dann das öffentliche Leben aufrechterhalten werden kann. Da geht es vor allem um die Spitalsversorgung. Da haben wir ja bis jetzt immer auf die Auslastung der Intensivstationen geblickt. Das ist bei hohen Infektionszahlen dann etwas anders, wenn die Verläufe nicht so schwer sind. Da muss man schauen, dass genügend Ärztinnen, genügend Pfleger im Dienst sind. Das Gleiche gilt für Schulen. Auch da gibt es Vorbereitungen, dass wenn Lehrkräfte ausfallen, Lehramtsstudierende einspringen und natürlich auch für die Bereiche Polizei, Energieversorgung, Wasserversorgung und dergleichen. Also diese Pläne, die sind heute ausgearbeitet worden. Da kommt meinen Informationen zufolge eben auch eine deutliche Lockerung der Quarantäneregel, damit eben nicht gleichzeitig zu viele Arbeitskräfte infiziert oder als Kontaktpersonen in Quarantäne sein werden.
Das, was Sie da jetzt schildern, das hat ja auch der Epidemiologe Gerald Gartlehner vor kurzem angesprochen, hier in diesem Studio in der ZIB 2. Der wäre sogar noch weitergegangen. Der hat sogar in den Raum gestellt, dass man vielleicht Infizierte ohne Symptome überhaupt arbeiten lassen kann, eben um das Leben noch weiter am Laufen zu halten in Österreich. Wenn ich Sie richtig verstehe, so weit wird es aber heute nicht gehen. Meiner Einschätzung ist das im ersten Schritt noch nicht geplant. In wenigen Minuten, ein paar Minuten dürfte sich die Pressekonferenz verzögern, habe ich gerade erfahren. Wissen wir genauer, wie dann die Quarantäneregel aussieht, welche Unterscheidungen es gegebenenfalls von Infizierten in der Quarantäne gibt, ab wie vielen Tagen man sich freitesten kann. Da wurde in letzter Zeit 5 Tage genannt als möglicher Tag, weil eben auch Omikron früher anschlägt, früher infiziert und damit auch früher sozusagen die Quarantäne beendet werden kann. Und das Gleiche auch für Kontakt. Und da wird aus meiner Sicht auch spannend sein, wir haben es kurz gehört im Beitrag, es geht natürlich auch ums Boostern, um den dritten Stich, denn da, auch das sagen ja alle Experten, gibt es einen Schutz vor Omikron und welche Regeln dann für Dreifachgeimpfte, für Zweifachgeimpfte Kontaktpersonen gelten werden können, das werden wir dann in wenigen Minuten in der Pressekonferenz aus meiner Sicht von der Regierungsspitze, Karl Nehammer, Bundeskanzler, aber auch Gesundheitsminister, der Vorsitzende der Landeshauptleute, Markus Wallner und die Spitzen von Gecko werden da die Beratungsergebnisse präsentieren. Sie haben das Wort vorher schon in den Mund genommen. Kann man jetzt von einer Strategieänderung, eigentlich einer grundsätzlichen Strategieänderung sprechen, wenn man das alles summa summarum sieht? Ja, das bahnt sich an und dahinter steckt ja ein bisschen der Gedanke, dass man sich von diesen hohen Infektionszahlen, die uns in der Delta-Phase ja massiv geschockt haben, weil man eben wusste, dass mehr Menschen ins Spital kommen werden, dass jetzt höhere Infektionszahlen sozusagen auszuhalten sind. Wenn man auf Basis der Experteneinschätzungen als Politik zu diesem Schluss kommt und hier eine neue Strategie einschlägt, dann ist es aus meiner Sicht ganz wesentlich, dieses Ziel auch klar zu benennen. Denn diese hohen Infektionszahlen sorgen ja mitunter für Unsicherheit und das wird die große Herausforderung im Krisenmanagement sein, dieses neue Ziel zu erklären, die Maßnahmen zu erklären, die dafür notwendig sein werden und auch transparent zu machen, welche Hintergründe für diese Entscheidungen gefallen sind, damit dann quasi auch die Bevölkerung weiß, auf welche neue Corona-Strategie sich einstellen kann. Ja, das ist ja bisher, sagen wir, vielleicht oft nur mittelgut gelungen, dass sich alle auskennen, dass war vielleicht nicht immer der Fall. Das bringt mich zu den Bundesländern. Die sind da manchmal ja ausgeschert. Da gab es ganz unterschiedliche Auffassungen. Was hören Sie, sind die Bundesländer jetzt alle auf dieser Linie, die da vereinbart worden ist offenbar? Danach sieht es aus. Es ist ja zwar der erste Corona-Gipfel im heurigen Jahr, aber nicht der erste, über den ich berichte. Und vor nahezu allen anderen haben wir gesehen, dass Landeshauptleute im Vorfeld dieses Gipfels diverse Forderungen gestellt haben, Unterkanten, Oberkanten definiert haben. Im Großen und Ganzen ist das diesmal nicht passiert. Ich war da bei einer SPÖ-Klausur, habe den Wiener Bürgermeister gefragt, wo ja Wien immer strengere Maßnahmen in Kraft hatte, was denn Wien gedenkt, welchen Weg einzuschlagen. Und da hat er gesagt, er will das diesmal nicht vorwegnehmen und in diese Runde nicht mit vollendeten Tatsachen gehen, sondern tatsächlich offen besprechen. Denn dieser Fleckerlteppich, der ja für viel Verwirrung und Unsicherheit gesorgt hat bei vorangegangenen Maßnahmen, der hat eben für Verwirrung in der Bevölkerung gesorgt, wenn man von einem Bundesland ins andere unterschiedliche Regeln halte. Das will man diesmal nicht. Diesmal will man ein bundesweit einheitliches Vorgehen in all den genannten Bereichen. Weil wir ohnehin noch auf den Beginn der Pressekonferenz warten müssen. Sie hätte jetzt in 50 Sekunden, sollte sie eigentlich beginnen, nämlich um 14 Uhr, aber es wird sich eben ein bisschen verzögern. Lassen Sie mich noch ein, zwei Fragen stellen, nämlich die Opposition auch ansprechen. Ist die auch an Bord, ähnlich wie offenbar die Bundesländer? Jetzt bei diesen Maßnahmen sitzen sie nicht mit am Tisch, außer eben im Fall der SPÖ, die ja 3 Landeshauptleute stellt, die wir Video dabei sind. Die Opposition, die hat in den vergangenen Tagen, wenn es die FPÖ betrifft, massive Kritik am Corona-Management, vor allem auch an den Maßnahmen, denken wir an die Schulen zum Beispiel mit Maskenregeln und Testpflichten, scharf kritisiert, aber das ist nicht neu. Über die Feiertage waren es sowohl aber NEOS und SPÖ-Chefinnen, die da klarere Kommunikation, frühere Kommunikation eingefordert haben, Tage verstreichen gesehen haben, in denen man schon hätte handeln können. Das hat auch der eine oder andere Experte angesprochen. Und insofern ist die Opposition derzeit sicher geschlossen, wenn auch aus anderen Gründen, unzufrieden mit dem akuten Krisenmanagement der Regierung.
und auch ins Gerede gekommen ist ja zuletzt die Impfpflicht. Da waren auch verschiedene Interviews mit Fachleuten daran schuld, gewissermaßen, wenn man das so nennen möchte. Ist die Impfpflicht in der Spitzenpolitik, in der Bundesregierung auch jetzt wieder Gegenstand von Verhandlungen oder bleibt die Regierung dabei? Nein, das hat der Bundeskanzler schon vorab klargestellt. Die Impfpflicht aus heutiger Sicht, die soll mit Anfang Februar eben in Kraft treten. Das hat auch SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner gesagt. Wir erinnern uns, da gibt es ja einen Schulterschluss zwischen Regierungsfraktionen NEOS und SPÖ, was diesen besonders heiklen Grundrechtseingriff betrifft. Da ist man derzeit noch in der sogenannten Phase der Begutachtung. Das heißt, alle Menschen, aber auch Institutionen, die sich inhaltlich einbringen wollen, können das tun. Da ist eine Rekordzahl an Stellungnahmen eingegangen im Parlament. Die werden jetzt ausgearbeitet. Auch die Sozialpartner haben sich da ja zu Wort gemeldet und gesagt, na, könnte man nicht etwa doch noch mit Anreizen wie Impfprämien arbeiten, bevor man hier wirklich straft. Jetzt schließe ich nicht aus, dass im Rahmen dieser Begutachtungsphase noch das eine oder andere an dem Gesetz geändert wird. Aber grundsätzlich das Bekenntnis zur Impfpflicht, das ist aus meiner Sicht politisch gesehen. Das bleibt jedenfalls. Es waren Gesundheitsexperten, die da aus medizinischen Gründen, das kann dann vielleicht Günther Mayer ein bisschen besser erklären, warum das mit Omikron mitunter vielleicht anders zu bewerten ist, Bedenken hatten, auch der eine oder andere Verfassungsjurist. Aber ein klares Bild, dass das deswegen auch nicht mehr rechtlich möglich wäre, das gibt es aus meiner Sicht Stand heute nicht. Und politisch gibt es weiterhin den Willen, das einzuführen. Ganz zum Schluss noch, Matthias Westhoff, wir sehen ja da im Hintergrund hinter Ihnen schon den Sitz aufgebaut quasi. Da ist der Tisch schon aufgebaut für die Pressekonferenz. Wer wird denn überhaupt teilnehmen? Auf wen dürfen wir uns denn einstellen heute in dieser Runde? Ganz sicher Bundeskanzler Karl Nehammer, der jetzt ja gewissermaßen auch die erste große Bewährungsprobe bei einem Corona-Gipfel hat, erinnern wir uns zurück. Er ist angelobt worden im vierten Lockdown am 6. Dezember, wenn ich mich richtig erinnere. Da gab es dann zwei Tage später einen Lockerungsgipfel, wo aber im Wesentlichen schon alles feststand. Diesmal ist es eher der Federführende, der eben diese neue Corona-Strategie gemeinsam mit dem Gesundheitsminister ausarbeitet und im Anschluss präsentieren wird. Es sitzen die Gecko-Spitzen dabei, das ist Katharina Reich aus dem Gesundheitsministerium und Generalmajor Striedinger und als Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz, wir haben es ja angesprochen, die Länder, die spielen auch eine wichtige Rolle. Bei dieser Entscheidungsfindung wird Markus Wallner derzeit auch dabei sein und wird zugeschaltet sein aus Vorarlberg. Und da werden eben die Ergebnisse gemeinsam präsentiert werden. Viele Fragen, aber Matthias Westhoff hat auf alle eine Antwort. Danke sehr vorerst für diese Einschätzungen live aus dem Bundeskanzleramt in Wien. Ja, noch dauert es, bis die Pressekonferenz beginnt. Wir wissen nicht genau, wie lange, aber wir haben einiges vorbereitet, um die Wartezeit auch zu verkürzen. Wir haben ja jetzt schon ein bisschen was gehört von Matthias Westhoff, was denn da alles auf uns zukommen dürfte. Er hat es ein bisschen skizziert. Wenig scheint wirklich fix. Aber eines ist schon fix, die Schulen, die öffnen am Montag. Da hat sich Bildungsminister Martin Polaschek von der ÖVP schon vor dem heutigen Gipfel einbetoniert und die Öffnung versprochen. Ein Test, der für alle Schülerinnen und Schüler längst Routine ist, steht nach dem Ferienende als erstes auf dem Stundenplan. Denn der Präsenzunterricht startet in allen Schulstufen. Ja, die Schulen werden am 10. Jänner auf jeden Fall aufsperren. Unter den Regeln, wie wir auch in die Weihnachtsferien gegangen sind. Das bedeutet Masken tragen in der Schule und regelmäßige Tests. Und ich appelliere auch an alle Eltern, dass sie die Kinder vor dem Schulbeginn, also am Sonntag noch, testen lassen, wenn möglich PCR- oder Antigentest. Für einen möglichst sicheren Schulbetrieb finden 3 Corona-Tests pro Woche statt. Künftig auch mehr aussagekräftige PCR-Tests in allen Bundesländern. Wir werden ab 17. Jänner in allen Bundesländern 2 PCR-Tests anbieten können. Die Vorbereitungen laufen. Ob Quarantäneregeln bei Omikron-Fällen in einer Klasse gelockert werden, ist noch nicht entschieden. Parallel laufen Vorbereitungen für den Fall, dass gleichzeitig mehrere Lehrkräfte ausfallen. Lehramtsstudierende könnten einspringen. Wie lange die Schulen offen bleiben können, hänge von der regionalen Infektionslage ab. Ab Montag startet der Unterricht aber österreichweit. Ja, aber bis dorthin ist ja noch ein bisschen Zeit und es gibt schon auch noch andere Dinge, die die Menschen in Österreich gerade bewegen, durchaus auch im Wortsinne von bewegen. Die Weihnachtsferien werden nämlich weithin zum Skifahren genutzt, inklusive
vielleicht einer gewissen Ausgelassenheit da und dort. Auch wenn in den Skigebieten, in den Lokalen und den Hotels die 2G-Regel gilt, die Zahl der Neuinfizierten steigt gerade in Skiorten gerade dramatisch. Besonders massiv ist es im Moment in Salzburg im Skiort Flachau. Und dort beträgt die Inzidenz mittlerweile mehr als 7.600. Erinnern wir uns vielleicht einmal an dieser Stelle. Früher war einmal die Rede davon, dass diese Zahl, die Inzidenzzahl, unter 50 sein soll, wenn man das Virus unter Kontrolle haben möchte. Aber Marina Schlager vom ORF Salzburg ist für uns in Flachau. Von 50 ist man weit weg. 7.600 ist in Flachau also alles außer Kontrolle? Man spricht in Flachau gerade davon, dass die Dynamik des Infektionsgeschehens jetzt ein bisschen zurückgeht, ein bisschen abflacht. Die Zahlen hier, die steigen ja noch, allerdings vielleicht nicht mehr ganz so intensiv, hat mir soeben der Bürgermeister noch in einem Gespräch, in einem Telefongespräch gesagt. Diese Inzidenzen, die sieht man in Flachau auch ein bisschen kritisch, weil Flachau im Winter ja einer Kleinstadt gleicht. Normalerweise hat Flachau 3000 Einwohner. Im Winter kommen dann noch viel mehr dazu, Urlauber und vor allem Mitarbeiter. Es sind ungefähr 3000 Mitarbeiter hier in Flachau und von denen sind einige infiziert. Und man spricht davon, dass man hier jetzt diese Infektionen sehr gut im Überblick habe und dass man damit rechnet, dass sie noch 1 bis 2 Tage ansteigen und dass man damit dann vielleicht es schafft, dass sich dieses Infektionsgeschehen ein bisschen einbremst. Na gut, ob einheimisch oder Besucher, ist ja dann wahrscheinlich dem Virus relativ egal. Aber weiß man denn eigentlich, wie es den Erkrankten geht? Denn es ist ja immer wieder im Gespräch, dass die Variante milder verläuft. Also weiß man, wie es diesen vielen Menschen, die gerade krank sind, geht? Denen dürfte es allen den Umständen entsprechend relativ gut gehen. Die Infektionen dürften hier alle mild verlaufen. Es dürfte niemand auch eine ärztliche Betreuung brauchen. Es ist noch niemand in das Krankenhaus eingewiesen worden. Man spricht hier in Flachau davon, dass sich wahrscheinlich auch das auswirkt, dass die meisten davon geimpft sind. Aber gibt es auch Überlegungen dazu, wo sich die Leute angesteckt haben? Also wird nicht genug kontrolliert in Lokalen oder wie kann das überhaupt sein? Wie kommt das zustande? Hat man dafür eine Erklärung womöglich? Man spricht immer wieder davon, dass man hier sehr streng kontrolliere, dass auch in den Hotels, vor den Hotels kontrolliert werde, dass in den Gaststätten kontrolliert wird. Allerdings, glaube ich, dürfte man hier schon festhalten können, dass sich viele hier einfach beim Wintersport oder auch im Lokal danach angesteckt haben. Am 11. Jänner, habe ich mir aufgeschrieben, ist ein Nachtslalom der Damen geplant in Flachau. Das kennen alle aus dem Fernsehen eigentlich. Das ist in ein paar Tagen. Kann man jetzt dieses große Rennen überhaupt durchführen? Ja, der wurde vor wenigen Stunden abgesagt. Man hat hier sehr lange überlegt. Man hat hier auch Sitzungen gehabt, ob man dieses Rennen stattfinden lassen kann. Man hat hier jetzt allerdings gesagt, nein, die Vorsichtsmaßnahmen gebieten, dass dieses Rennen hier nicht stattfindet. Man ist ja jetzt auch auf der Suche nach einem Ausweichort. In Flachau sagt man, wollte man das Risiko nicht eingehen. Schweren Herzens musste man das Rennen absagen. Und man erwartet hier auch einen großen wirtschaftlichen Schaden dadurch. Hinter Ihnen, Sie stehen ja vor einem Skihang ganz offensichtlich, da sehe ich ja, dass Ski gefahren wird. Aber wenn man eben sich noch einmal in Erinnerung ruft, dass doch einige krank sind, dass doch dann auch einige in Quarantäne sind, was sagt man denn in der Gemeinde? Lässt sich denn da der Betrieb überhaupt noch lange aufrechterhalten? Ich denke an den Liftbetrieb zum Beispiel oder die Hotels. Kann man das aufrechterhalten? Ja, einige Hotels können derzeit tatsächlich nicht in Betrieb gehen. Da sind einfach zu viele Mitarbeiter erkrankt. Der Liftbetrieb selbst, der kann gewährleistet werden, wurde mir in Flachau bestätigt. Man hat hier sehr viele Notpläne und man hat noch genügend Menschen, die hier arbeiten können. Aber insgesamt, wenn wir den Blick vielleicht noch ein bisschen weiten zum Schluss und auf das ganze Bundesland blicken, die letzte Meldung, die aus Salzburg gekommen ist, war ja auch, dass das Land insgesamt Quarantänequartiere sucht, um offenbar Urlauber unterzubringen, die erkrankt sind. Was ist da geplant? Warum ist das nötig? Dass man nach wie vor auf der Suche. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten für erkrankte Urlauber. Sie können entweder im Hotelzimmer bleiben, sie können natürlich auch nach Hause fahren oder eben in ein Quarantänequartier gehen. Da ist man nach wie vor auf der Suche nach einem Quarantänequartier für den Pongau. Bei den Mitarbeitern ist es ja auch so, dass die im Zimmer selbst in ihren Dienstzimmern sind. Auch für die könnte wahrscheinlich solche Quarantänequartiere in Frage kommen. Aber da ist man nach wie vor auf der Suche nach einem geeigneten Quartier im Pongau.
Zum Schluss noch, Inzidenz von 7600, haben Sie das Gefühl, dass sich in Flachau irgendwann mal wer gedacht hat, okay, wir sollten vielleicht einmal zusperren? Es gab ja in Salzburg immer wieder Gemeinden, die quasi in Quarantänegebiete umgewandelt worden sind, einen sehr regionalen Lockdown gewissermaßen. Ich habe diese Frage heute auch dem Bürgermeister gestellt und er hat gesagt, er geht davon zurzeit nicht aus, weil eben sich dieses Infektionsgeschehen hier ein bisschen stabilisieren könnte in den nächsten Tagen. Also da rechnet man zumindest damit, dass in den nächsten Tagen in Flachau die Zahlen nicht mehr so massiv ansteigen. Und er hat mir heute gesagt, dass derzeit eine Sperre des Ortes nicht Thema sei. Danke sehr, Marina Schlager, für diese Einschätzungen live aus dem offenbar sehr winterlichen Flachau. Alles Gute. Die Corona-Pandemie, und damit wechseln wir ein wenig das Thema, die hat ja nicht nur diese gesundheitlichen Folgen für den Körper, sondern auch für die Psyche, für den Geist, gerade bei Kindern. Fast jedes dritte Kind in Österreich zeigt psychische Auffälligkeiten, besagt eine aktuelle Studie. Und 63% der Eltern geben an, sich mehr Unterstützung während der Pandemie zu wünschen. Das Rote Kreuz, das bietet jetzt konkrete Hilfestellungen für Angehörige und Betroffene, einen Online-Erste-Hilfe-Kurs bei psychischen Problemen. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene leiden besonders unter den Folgen der Corona-Pandemie. Das zeigt sich auch in Studien. Depressionen, Angststörungen und Abhängigkeitserkrankungen haben zugenommen. Die Kapazitäten in den Kinder- und Jugendpsychiatrien sind am Limit. Oft fällt Eltern, Freunden oder auch Lehrpersonen auf, dass sich Betroffene verändern, wissen aber nicht genau, welche Störung vorliegt und welche Hilfe es gibt. Das Jugendrotkreuz hat dafür jetzt einen Online-Kurs eingerichtet. Auch für Jugendliche selber, die sich informieren wollen, was ist mit mir los, was ist mit meinem Freund, mit meiner Freundin los, wie kann ich das verstehen, was da passiert, ist es schon ein krankheitswertiges Symptom oder ist es vielleicht nur ein normales Stresssymptom, was die Person gerade zeigt und so weiter. Und was kann man tun, wo kann man sich hinwenden? Es geht darum, Bewusstsein zu schaffen und Hilfsangebote aufzuzeigen. Wir warten immer noch auf den Beginn der Pressekonferenz der Bundesregierung, meine Damen und Herren. Es verzögert sich offenbar ein wenig. 14.12 Uhr ist es jetzt im Moment, spätestens um 14.30 Uhr, hat es vor kurzem geheißen, soll es beginnen. Aber diese Wartezeit, die können wir für weitere Analysen natürlich sehr, sehr gut nutzen. Und ich begrüße dazu hier bei mir im Studio, sehr bewährt wie immer, Günter Mayer aus der Wissenschaftsredaktion. Danke fürs Kommen. Und Andreas Mayer-Busch aus der Innenpolitikredaktion. Danke fürs Kommen. Günter Mayer, Matthias Westhoff hat es vorher so ein bisschen skizziert. Die Quarantäneregeln werden womöglich ein wenig gelockert. Mal schauen, die 2G-Regel soll erweitert werden, gerade auch im Handel. Was ist denn Ihre Einschätzung aufgrund dieser ersten Informationen? Reicht das, um gegen Omikron anzukommen? Ja, das ist eben die Frage, die sich auch die Wissenschaft stellen muss. Was wir wissen ist, dass die Inkubationszeit dieser neuen Variante kürzer ist. Das heißt, man ist relativ schnell krank. Und das kann natürlich schon bedeuten, dass es auch wieder schneller zu Ende ist. Und das andere ist, was ein bisschen tückisch sein kann, diese neue Variante macht jetzt nicht diese Beschwerden, die wir von früher gekannt haben, zum Beispiel Geschmacksverlust, wovon viele Menschen berichtet haben, das fällt hier so gut wie weg. Also es gibt nur ganz wenige Fälle, das hat man schon gesehen bei den Studien in Norwegen, das wissen wir auch hier aus Erfahrungen, dass die Menschen diese Symptome kaum noch haben. Jetzt ist es natürlich dann schwierig festzustellen, was habe ich denn? Bin ich denn wirklich an dem erkrankt oder nicht? Man muss sich wieder neu orientieren. Das heißt, das ist natürlich auch eine zusätzliche Gefahr, die hier besteht, dass Menschen nicht erkennen, dass sie eigentlich das Virus tragen und es dann, ohne es zu wissen, weitergeben. Das heißt, diese Testungen werden sicher eine wichtige Rolle spielen. Was gut ist, ist, dass auch diese Variante von den Schnelltests relativ gut erkannt wird. Und das kann natürlich schon bedeuten, dass man mit der Zeit heruntergeht. Wir wissen zum Beispiel in Großbritannien 10% der Beschäftigten in den öffentlichen Eisenbahnen ist mittlerweile dort außer Gefecht sozusagen, weil sie positive Tests abgegeben haben. Das muss ja nicht bedeuten, dass sie krank sind, aber es bedeutet, dass sie eben einige Tage nicht zur Arbeit gehen können und dann sich das natürlich bei einer Variante, die sich so rasant ausbreitet, dann auch in diese Gesundheitsbereiche hineingeht, dann kann das natürlich sehr schnell so zu einem Problem werden, ohne dass man jetzt unbedingt von schwerkranken Menschen reden muss, aber Menschen, die eben nicht zur Arbeit gehen können. Und hier diesen Mittelweg zu finden, das zeichnet sich schon ab, dass man hier einen Kompromiss sucht und sagt, wir nehmen die Leute nicht so lange heraus, aber doch wollen wir eine gewisse Sicherheit haben, dass sie es nicht weitergeben.
Aber das ist sicher eine Kompromissvariante, die sich hier abzeichnet. Und lässt sich damit ein Lockdown verhindern? Was glauben Sie? Das ist das klare Ziel, was man verhindern will, ist damit einen Lockdown. Denn lässt man es wirklich so galoppieren, dann sehen wir, wie die Zahlen explodieren. England stemmt sich jetzt gegen einen Lockdown und lässt das noch immer laufen mit 200.000 Infektionen zum Teil pro Tag. Und es zeichnet sich in den Spitälern jetzt schon ab, dass dort die Zahlen auch rasant ansteigen. Und das sind natürlich immer so eine Art Prognose für das, was bei uns passieren wird. Wir sehen auch zum Beispiel in Spanien sehr hohe Hospitalisierungsraten, die an das herankommen, was bei der letzten großen Welle war. Und auch auf den Intensivstationen dort wird es relativ eng. Ist allerdings in Spanien ein bisschen eine Ausnahme. Das sehen wir in anderen Ländern nicht so deutlich. Dort stagnieren eigentlich die Zahlen auf den Intensivstationen vor allem. So ist es auch in England. Und das sind alles Dinge, die man hier in Erwägung ziehen muss, zusätzlich zu den Prognosen, die die Prognoserechner hier abgeben, die ja von 15.000, 17.000 Fällen schon ausgehen nächste Woche. Und das dann umzurechnen, wie viel landen dann im Spital, das ist eben momentan das Schwierige. Ja, aber der Punkt ist ja auch, und das wird immer wieder auch von Kritikern ins Treffen geführt, wenn Omikron milder ist, und alles deutet ja darauf hin, dass diese Krankheit milder verläuft, wenn es gewissermaßen ein starker Schnupfen ist, kann man es dann nicht doch einfach, kann man dann doch nicht einfach die Zügel lockern und muss man dann vielleicht doch nicht so streng sein? Also was entgegnen Sie denen, die auf Sie zukommen und das sagen? Ja, es gibt natürlich jene, die sagen, ja, das ist ja gerade mal eine Grippe. Das hat man am Anfang auch gesagt. Oder vielleicht sogar nicht einmal eine Grippe. Nicht einmal eine Grippe, ein Schnupfen. Naja, warum steigen dann die Hospitalisierungen in Großbritannien? Warum steigen sie in den USA? Warum steigen sie in anderen Ländern? Weil wir natürlich immer noch mit einem gewissen Anteil an Menschen rechnen müssen. Das können natürlich welche sein mit Vorerkrankungen. Das können welche sein, die ein geschwächtes Immunsystem haben. Vielleicht, weil sie transplantiert sind, wo man das Immunsystem unterdrücken muss, um Abstoßungsreaktionen zu verhindern. Und das alles zusammengenommen ergibt dann, wenn man sehr hohe Infektionszahlen hat, dann doch eine hohe Belastung. Und genau dort liegt das Problem. Wo wird das irgendwann landen? Und die zweite Frage, wann wird dieser Peak kommen, wo wir sagen können, jetzt haben wir die Zahl erreicht, wo es wieder zurückgeht? Denn klar ist, wenn eine gewisse Durchseuchung stattgefunden hat, und das ist ja die Hoffnung auch, die England hegt, dass es dann dazu kommt, dann findet eben das Virus keine Menschen mehr, die es infizieren kann, und dann werden die Zahlen automatisch zurückgehen. Was dieses Virus aber kann, und das zeichnet sich ab, ist der Immunabwehr einigermaßen auszuweichen. Nicht aber bei jenen, die zum Beispiel dreimal geimpft sind. Dort wirkt das noch immer gut. Und die zweite Abwehrkette, also die zelluläre Abwehr, die wir haben, die ja hinter den Antikörpern noch einmal eine Verteidigungslinie aufbaut, die hält, das sieht man bei den ganzen Immunisierungsraten, die wir in anderen Ländern schon beobachten können. Und dennoch, wenn wir in Österreich sehen, dass ein Drittel ja nicht geimpft ist, und was ist mit denen? Und hier zeichnet sich schon ab, auch Omikron kann hier schwere Verläufe machen. Und wenn die Zahlen entsprechend hoch sind, wird sich's irgendwann in den Krankenhauszahlen niederschlagen. Und das ist jetzt der Weg, den man sucht, um zu sagen, bis zu diesem Grad können wir es laufen lassen und vielleicht schaffen wir so den Kompromiss, dass die Durchseuchung stattfindet, aber wir gleichzeitig eine gewisse Bremswirkung drinnen haben, um so über die Runden zu kommen. Da tendieren jetzt alle Länder dazu, da irgendwo so sich durchzulavieren. Schwierig genug. Günter Mayer spricht über die körperliche Abwehr. Wir müssen aber auch über die politischen Ideen zur Abwehr sprechen. Andreas Mayer-Bosch, glauben Sie, dass ein fünfter Lockdown überhaupt noch politisch durchzusetzen wäre? Die Leute haben ja, das kann man wahrscheinlich einfach so sagen, auch ziemlich die Nase voll von Lockdowns. Also ist das Ziel, ohne Lockdown durchzukommen? Ganz offensichtlich ist das Ziel dieser Regierung nach Beratungen mit den Experten. Und es ist ja in der Tat so, dass die Leute wirklich genug haben. Und wenn es denn stimmt, was viele Wissenschaftler und Mediziner jetzt sagen oder prognostizieren, dass zumindest bei den Geimpften der Omikron-Verlauf etwas milder ist, dann wäre wahrscheinlich ein Lockdown auch nicht zu rechtfertigen. Die Regierung hat da einen Kompromiss zu finden. Die muss darauf schauen, dass die Spitäler funktionieren, aber eben auch, dass die Infrastruktur, die Versorgung funktioniert. Die ist bei einem Lockdown natürlich immer gefährdet. Und wir dürfen auch nicht vergessen, so wie wir bei den Infektionen auf die ganz Schwachen schauen müssen und nicht geschützen, so müssen wir halt auch bei einem Lockdown immer bedenken, der trifft, da kann man es drehen und wenden, wie man will, natürlich immer am stärksten die sozial Schwachen, die in kleinen Wohnungen sitzen, die vielleicht nichts verdienen, wenn sie daheim bleiben müssen. Und auch da muss man eben versuchen, mit dem gelindesten Mittel diese Krise jetzt unter Kontrolle zu bekommen. Was schon klar ist, es gibt kein Patentrezept, es gibt auch keine Lösung, die alle glücklich macht. Wer das noch immer nicht versteht, der hat in den letzten Monaten einfach nicht
hingeschaut. Also dürfen wir uns wohl dann darauf einstellen, dass es jetzt wieder so beginnt, wie wir es aus früheren Zeiten eigentlich auch schon gekannt haben, nämlich die Zahlen steigen, es baut sich eine Welle auf und wir haben Woche für Woche so eine Pressekonferenz, auf die wir warten, so wie heute. Und es wird dann immer stückchenweise strenger. Ist das das Szenario? Es ist ein mögliches Szenario, was an dieser Welle, wenn ich es bis jetzt richtig beobachtet und gesehen habe, ein Vorteil ist, dass es scheinbar relativ schnell geht. Also es wird hoffentlich nicht über mehrere Wochen oder Monate gehen, sondern es wird eben irgendwann eine Spitze erreicht sein, wo man hoffentlich, wie es der Kollege auch gesagt hat, dann sagen kann, okay, jetzt können wir zumindest darauf hoffen, dass es wieder besser wird und dann kann man wieder Erleichterungen machen. Aber in den nächsten Tagen und Wochen wird es sicher sehr spannend, da richtig und zeitgemäß auch zu reagieren. Zeitgemäß reagieren ist so eine Frage, die mich noch einmal ganz kurz zu Günther Meier zurückbringt, weil Sie das angesprochen haben. Andere Länder, haben die eine Erfahrung jetzt schon gemacht, die wir aufnehmen könnten, jetzt in Österreich, die die Spitzen der Republik aufnehmen könnten, aus denen wir lernen könnten? Gibt es was, das schon ziemlich gut funktioniert hat woanders? Also was wir sehen ist in Südafrika, dass dort diese berühmte Welle schnell einmal wieder zu Ende war. Dort hat sich das stabilisiert. Allerdings müssen wir hier dazu sagen, in Südafrika beginnt genau jetzt der Sommer. Und wir wissen, dass die Jahreszeit immer eine relativ große Rolle spielt. Aber was man dort sehr schnell gesehen hat, die Verläufe sind durchaus milder. Das war sehr schnell zu sehen und das bestätigt sich schlicht und einfach in anderen Ländern. Und es bestätigt sich auch, dass das die Hauptproblem nach wie vor jene sind, die nicht geschützt sind, die nicht geimpft sind. Wir sehen zum Beispiel in Frankreich 80% der Menschen auf den Intensivstationen sind nicht geimpft. Wir haben ähnliche Zahlen auch in Österreich, wir haben ähnliche Zahlen in Deutschland. Und das ist eine Gruppe, die eigentlich die problematischste wird mit dieser Omikron-Variante. Es ist ohne dies sehr schwierig abzuschätzen, was dort dann an Krankheitsgeschehen passieren wird. Aber wenn diese Variante, auch wenn sie milder ist, auf ungeschützte Menschen trifft, dann kann sie dort auch ganz Schönes anrichten, das wissen wir. Weil schlussendlich bleibt es das gleiche Virus und es hat schon noch die Möglichkeit, Schaden anzurichten. Was wir schon sehen, ist, es bleibt in den meisten Fällen in den oberen Atemwegen. Das heißt, diese Omikron-Variante setzt sich mehr oben fest. Warum macht sie das? Das ist der Versuch, dieses Virus jetzt einfach sich schnell zu verbreiten. Das muss man nicht unbedingt negativ sehen. Was hat das Virus für Möglichkeiten? Umbringen, alle Wirte umbringen, gar nicht gut. Schnell verbreiten würde bedeuten, es keine schweren Krankheiten zu verursachen, sondern einfach sich schnell zu verbreiten und halt dann über die Masse etwas anrichten zu können. Im Übrigen ist es ja nicht so, dass das Virus so schlau ist, wie das oft einmal so dargestellt wird, sondern es ist ein evolutionärer Prozess. Nicht das eine Virus sagt zum anderen, pass auf, jetzt kommt die Impfung, du musst jetzt umbauen, sondern die Evolution probiert herum. Und das sind zehntausende Versuche. Und wenn wir uns das jetzt ansehen, dass wahrscheinlich 1 Milliarde Menschen infiziert sind und jetzt haben wir wieder eine Variante, die durchgekommen ist, ist das auch wieder nicht so viel. Aber das ist einfach ein evolutionärer Prozess, der abläuft. Das ist nicht ein super kluges Virus, sondern die Evolution ist so gemacht, dass sie sich ständig verändert, um das Überleben dieses Virus zu sichern. Und das macht es jetzt für das Virus gar nicht so leicht. Es kann jetzt viele infizieren, aber zum Preis, ich kann nicht so schwere Krankheiten auslösen. Dazwischen sind die Menschen, die es dann doch unter Umständen schwerer treffen kann. Was man dazu sagen muss, in Großbritannien von den Eingelieferten, die jetzt mit Covid quasi bestätigt sind, sind ja gut ein Drittel, wenn nicht mehr Menschen, die aus anderen Gründen ins Spital gekommen sind und wo dann Covid festgestellt wurde durch die Tests. Das bedeutet, da ist nicht der Auslöser jetzt Covid-19 mit seinen Symptomen, sondern es sind andere Krankheiten, wo dann die Krankheit dazukommt. Und bei geschwächten Menschen kann es dann leider sein, dass das Virus genau noch den Rest gibt, um schwerere Verläufe auszulösen. Also ich fasse ganz kurz zusammen, das Virus probiert herum, aber wir müssen auch ein bisschen herumprobieren. Und das zeigt eben auch die internationale Erfahrung, die man sich eben anschauen kann, wie Günther Meier gerade illustriert hat. 2 Länder, die mit der Omikron-Variante ganz unterschiedlich umgehen, das sind Italien und eben Großbritannien. Italien greift zu recht strengen Maßnahmen, etwa zu einer Impfpflicht jetzt für über 50-Jährige. Die britische Regierung dagegen verweist auf die verhältnismäßig geringe Zahl der Krankeneinweisungen aus ihrer Sicht und der Todesfälle. Und die Regierung Johnson lehnt deshalb weitere Verschärfungen vorerst noch ab. Omikron hat London fest im Griff. In der letzten Dezemberwoche hat sich hier jeder 10. mit dem Virus angesteckt, schätzt die britische Statistikbehörde. Das heißt, immer mehr Menschen müssen in Quarantäne. Immer öfters fällt in den Krankenhäusern Personal aus. Das Gesundheitssystem stehe stark unter Druck, gesteht auch Premier Boris Johnson. Aber the lockdowns are not cost-free.
Auch Lockdowns wirken sich katastrophal auf unsere Gesundheit und unsere Wirtschaft aus. Wir glauben deshalb nicht, dass ein weiterer Lockdown die Lösung wäre. Stattdessen setzt Johnson etwa auf eine Maskenpflicht in öffentlichen Gebäuden und eine Testpflicht für Veranstaltungen. Ab Mitte April soll es eine Impfpflicht für Gesundheitsberufe geben. Ganz anders in Italien. Ärztinnen und Pfleger sind schon längst zur Impfung verpflichtet. Ab Mitte Februar kommt eine Impfpflicht für alle über 50-Jährigen. Veranstaltungen sind derzeit generell untersagt. Und selbst wer nur in die Arbeit will, muss sich dafür testen lassen. Harte Maßnahmen, die durchaus auf Zustimmung stoßen. Ich finde das absolut richtig, sich impfen zu lassen, bedeutet auch auf andere zu schauen. Ich bin geimpft und stimme allen Regeln zu. Von Beginn der Pandemie an sind die ItalienerInnen den strengeren Weg gegangen. Die Hoffnung haben sie deshalb nicht verloren, jedenfalls nicht alle. Ein paar Monate noch durchhalten, dann haben wir es geschafft. Da bin ich ganz sicher. Ja, sein Wort in Gottes Gehörgang, möchte man sagen. Gehen wir jetzt live in diese beiden Länder, die wir uns gerade ein bisschen angeschaut haben, nämlich zu Katharina Wagner in Rom und zu Sophie Rupertz in London. Frau Wagner, ich möchte mit Ihnen beginnen. Es ist ja wirklich ein bisschen wie verhext. In Italien sind 86% der Bevölkerung über 12 zweifach geimpft und trotzdem jetzt wieder solche Rekordzahlen. Wie reagiert die Politik darauf? Gibt es überhaupt noch großartige Mittel? Was sind die Ideen? Es ist ja wirklich ein bisschen zum Verzweifeln. Ja, Ideen gibt es und eine ist gestern eben auch vom Ministerrat beschlossen worden, diese Impfpflicht für alle über 50-Jährigen im Lande, denn über 6 Millionen der über 50-Jährigen, die sind noch nicht geimpft und da will die italienische Regierung jetzt dagegen steuern, denn es sind ja vor allem Menschen über 50, die bei einer Covid-Infektion Gefahr laufen, in Spitäler eingeliefert zu werden und dort auch auf den Intensivstationen zu landen. Aber die Regierung, diese sehr breite Regierung von Premierminister Mario Draghi, die ist in vielen Fragen durchaus gespalten. Im Vorfeld des gestrigen Ministerrats wurde ja auch darüber gesprochen, eine Impfpflicht auf alle Berufsgruppen auszuweiten. Bisher gilt die eben für Gesundheitspersonal, Schulpersonal, Polizei und Militär. Aber da stellen sich doch die Lega und die Fünf-Sterne-Bewegung vor allem dagegen. Und deswegen bisher also unter Anführungszeichen nur eine Impfpflicht für über 50-Jährige und für Universitätspersonal. Das sind die neuen Maßnahmen seit gestern. Und wie ist es um das italienische Gesundheitssystem im Moment bestellt? Wir wissen vom Anfang der Pandemie, da haben Sie auch ganz oft berichtet, dass es wirklich ganz, ganz, ganz am Rand war und ganz angespannt. Diese Rekordzahlen jetzt, wie wirken sich die aus? Ja, durch Personalausfälle auch in den Spitälern. Rund 10.000 Krankenpfleger und Krankenpflegerinnen, die sind im Moment Corona-positiv und können nicht ihren Dienst ableisten. Das belastet die Spitäler natürlich. In den Regionen unterschiedlich, würde ich sagen. Ein ganz heftiger Alarmruf, der kommt dieser Tage aus der Region Kampanien rund um Neapel. Da sagt der Leiter des Ärzteverbandes, dass das Personal schon absolut am Limit ist. Viele Menschen sind Burnout gefährdet. Die Kapazitäten, die sind vollkommen überlastet und hinzu kommt noch, dass das Personal auch immer wieder nicht nur verbalen, sondern auch körperlichen Aggressionen von Patienten ausgeliefert ist und dort wünscht man sich noch strengere Maßnahmen von der italienischen Regierung, um diese Omikron-Welle, die ja wirklich in den vergangenen Tagen und Wochen extrem steil gestiegen ist, in Italien in den Griff zu bekommen. 190.000 neue Fälle waren es gestern, vor einer Woche waren es halb so viele und man rechnet damit, dass bis zum Monatsende diese Zahl auch auf bis zu 500.000 Fälle täglich steigen könnte. Das gibt eine Studie der Universität in Washington dieser Tage bekannt. Also ist es auch bei Ihnen in Italien ein bisschen so wie in Österreich, dass die Aggressionen zunehmen, sogar gegen Gesundheitspersonal und das, obwohl Italien so stark getroffen war, obwohl es dort ein wirklich großes Ausmaß an Solidarität gegeben hat? Ja, davon wird immer wieder berichtet. Der Leiter des Krankenpflegerverbandes, der Gewerkschaft für diese Berufsgruppe, der hat am Anfang der Woche Alarm geschlagen. Er sagt, dass es eben immer wieder heftige Aggressionen gibt gegen Pflegepersonal. Die Rede davon war auch, dass eine Krankenpflegerin in Rom von einem Patienten sogar einen Finger gebissen wurde, eine Fingerkuppe wurde abgebissen. Ein anderer Patient hat einen Krankenpfleger mit einem Schraubenzieher attackiert. Also das sind schon Maßnahmen oder Ausmaße,
viel eher, die über verbale Attacken weit hinausgehen. Und da wünscht sich natürlich das Krankenhauspersonal mehr Schutz. Es gibt auch Sicherheitspersonal in den Spitälern, aber für die ist es immer schwieriger, diesen Aggressionen zuvorzukommen. Danke vorerst, Katharina Wagner. Wir wechseln jetzt einmal nach London zu Ihnen, Sophie Ruppertz. Die Herangehensweise der britischen Regierung an die Pandemie war über weite Strecken, naja, sagen wir vielleicht kreativ, um es irgendwie positiv zu formulieren. Hat Boris Johnson die Lage irgendwie im Griff, Ihrer Einschätzung nach? Im Griff ist auf jeden Fall das falsche Wort, würde ich sagen, aber er dürfte Glück gehabt haben. Wir erinnern uns, vor Weihnachten waren heftige Debatten darum, es muss ein Lockdown her, die Neuinfektionen von Omikron sind explodiert, auch in meinem Bekanntenkreis wurde einer nach dem anderen damit angesteckt. Er hat da hoch gepokert und dieses Mal vielleicht gewonnen ist das falsche Wort, aber richtig gepokert, denn in London vor allem stagnieren inzwischen die Krankenhauszuweisungen. Ich meine, ich kann dasselbe Lied wie meine Kollegin Katharina Wagner in Rom singen. Natürlich ist das Krankenhauspersonal völlig überlastet und ausgebrannt und wir haben nicht genug. Aber es scheint doch der Peak nicht so sehr überschritten zu sein, dass es gerade an der Kippe ist, dass man sagt, leidet die Wirtschaft mehr oder leiden die Spitäler mehr? Die Spitäler leiden aber ganz offensichtlich. Ich habe gelesen, dass jetzt sogar Medizinstudierende offenbar eingezogen werden sollen, um das System aufrechtzuerhalten. Ich weiß nicht, ob ich mich von einem Studierenden dann unbedingt irgendwie intensiver behandeln lassen möchte, aber sei das einmal dahingestellt. Also am Rand, am Limit ist das System ja offenbar sehr wohl, oder? Ja, wir wissen zum Beispiel, dass 6 Millionen Personen gerade auf eine Routine-OP, einen Eingriff warten, zum Teil natürlich auch unter Schmerzen. Es gibt nicht genügend Personal hier. Das Militär, also die Regierung setzt jetzt weiterhin auf ihr Booster-Programm und auf Testungen. Das Militär soll zunehmend Schüler und Studenten testen, testen, testen. Wie gerade eben von Ihnen angesprochen, sollen jetzt auch Medizinstudenten zum Einsatz kommen. Diese Situation und dem Ausfall von Personal wird man nicht Herr. Und auch auf die Frage gestern Boris Johnson im Parlament, wie er denn auch langzeitig auf das Problem reagieren will, scheint es offenbar keinen wirklichen Plan zu geben, außer natürlich zusätzliche Gelder bereitzustellen. Das spürt aber derzeit bei dem ohnehin schon herabgewirtschafteten NHS im Gesundheitsdienst noch niemand. Und den Lockdown, den schließen die freiheitsliebenden Briten wohl offensichtlich kategorisch aus weiterhin. Also komme was wolle, verstehe ich das richtig? Nicht unbedingt. Ich beobachte eher hier auch auf den Straßen schon inzwischen mehr Eigenverantwortung von den Menschen, weil es von der Regierung so wenige Richtlinien gibt und weil sich viele dann auch eher schon fürchten. Und vor Weihnachten wurden viele Weihnachtsfeiern dann ohnehin abgesagt, auch aus Vernunft, weil man wusste, wenn man sich ansteckt, kann man nicht mehr nach Hause fliegen etwa. Also es fehlen einfach die Vorgaben, die Richtlinien der Regierung. Aber daran hat man sich im zweiten Pandemiejahr irgendwo auch schon gewöhnt offensichtlich. Genau, also und was den Lockdown betrifft, man darf auch nicht vergessen, wie schwach Boris Johnson derzeit in den eigenen Reihen ist. Die neuen Regeln, also den Plan B der Regierung, derzeit gilt hier ja Maskenpflicht in Innenräumen, die 3G-Regel bei Großevents und man ist angehalten, wenn es geht, von zu Hause zu arbeiten, hat er ja auch nur schwer durchgeboxt unter den Konservativen, die hier nicht weiter einlenken wollen und hat die Opposition dafür gebraucht. Also er ist auch etwas zu schwach derzeit, um wirklich etwas durchzusetzen im Parlament. Danke, Sophie Ruppertz in London. Noch einmal ganz kurz zurück zu Ihnen, Katharina Wagner in Rom. In Italien steht eine wichtige politische Entscheidung bevor. Präsident Sergio Mattarella steht offenbar vor dem Rückzug. Womöglich ist der Premier Draghi in der Ziehung. Ist das alles problematisch irgendwie oder läuft das Pandemie-Management trotzdem ganz gut? Das wird sich zeigen, denn sollte es einen Wechsel geben von Premierminister Mario Draghi in den Quirinalspalast, also in das Amt des Präsidenten, dann steht natürlich auch diese Regierung, diese breite Regierung, die er derzeit anführt, unter einem ungewissen Stern, ob es dann einen Platzwechsel geben wird, ob jemand einfach seine Position einnehmen wird und ob diese Person dann diese doch sehr unterschiedlichen politischen Parteien weiter zusammenhalten kann. Das ist fraglich. Wir wissen aber allerdings auch noch nicht, ob Mario Draghi tatsächlich
tatsächlich das Amt des Premierministers zurücklegen wird. Klar ist, ab dem 24. Jänner, da wird der neue Präsident in Italien gewählt oder die neue Präsidentin. Auch das ist ja noch unklar. Und über 1000 Mitglieder des Parlaments und der Regionen sind dazu aufgerufen. Und da ist auch die große Frage, wie viele von diesen werden denn tatsächlich anwesend sein können bei diesen Wahlen und ihre Stimme abgeben können. Denn auch unter den Parlamentsabgeordneten, da gibt es einige Dutzend, die im Moment Corona-positiv sind. Und wie die Lage da am 24. Jänner aussehen wird, das ist unklar. Also das Coronavirus, das könnte unter Umständen auch Auswirkungen auf den Ausgang dieser Präsidentschaftswahlen haben. Ja, aber Virus hin oder her, die Demokratie, die lassen wir uns nicht nehmen. Danke jedenfalls Katharina Wagner in Rom und Sophie Ruppert in London. Alles Gute für Sie. Meine Damen und Herren, seit einer halben Stunde ungefähr warten wir jetzt auf die Pressekonferenz der Bundesregierung und des Gecko-Gremiums. Es soll informiert werden über mögliche weitere Verschärfungen. Aber eben, wir warten. Sie können uns eigentlich ein bisschen dabei zuschauen. Wir können diese Zeit aber nutzen, um noch einmal nachzufragen. Denn selbst wenn im Bundeskanzleramt noch Gespräche laufen, ist dort weiterhin für uns der geschätzte Kollege Matthias Westhoff und hält die Stellung. Herr Westhoff, es wäre ganz gut, wenn es losgeht. Wann geht es denn los? Wissen Sie es? In wenigen Augenblicken rund um mich herum haben schon die Fotografen dann im Raum auch Aufstellung genommen, um das beste Bild zu bekommen, wenn die Regierungsspitze hier reinkommt und die neuen Regeln verkünden wird. Für mich die größte Überraschung, die sich abzeichnet, betrifft die Quarantäneregeln. Die dürften dann schon unmittelbar ab 8. Jänner gelockert werden. Wird dann keine Unterscheidung mehr zwischen K1 und K2 Personen geben. Das war mitunter immer ein bisschen kompliziert. Für dreifach Geimpfte sieht es sogar so aus, als müssten sie als Kontaktperson gar nicht mehr in Quarantäne gehen. Und alle, die positiv infiziert sind, die können sich ab dem 5. Tag freitesten. Warum diese massive Lockerung, die ja eigentlich jetzt keine Sicherheitsmaßnahme ist, sondern ein weiteres Ansteigen der Infektionszahlen eher erwarten lässt. Das hat den Hintergrund, dass man eben mit rasant steigenden Infektionszahlen aufgrund der Omikron-Variante rechnet und verhindern will, dass das öffentliche Leben stillsteht. Das heißt, dass eben auch die besonders wichtigen Bereiche im Spitalswesen, Polizei, Schulen etc., Energieversorgung weiterhin genug Arbeitskräfte haben. Deswegen diese Lockerungen vor diesem ganz großen Aufbauen der Omikron-Welle. Das ist aus meiner Sicht die größte Überraschung, wo sich es ganz genau hinhören lohnt, wenn das die Regierungsspitze und Gecko präsentieren wird. Sie unterbrechen mich natürlich sofort, wenn das losgeht, denn das kann jetzt wirklich jeden Augenblick passieren. Und dann gibt es, wenn man so will, noch einen zweiten Punkt, das geht in Richtung Strafen und Kontrollieren. Herr Westhoff, die Tür geht auf. Ich höre, die Tür geht auf und damit sind wir schon bei der Pressekonferenz. Danke für diese Einschätzungen trotzdem. Und wir blicken aufs Podium. Wir sehen den Bundeskanzler, den Gesundheitsminister, die führende Spitzenbeamtin im Gesundheitsministerium und Bundeskanzler Stridinger, der auch zum Gecko-Gremium gehört. Wir hören hinein, was denn hier zu sagen ist, was die Beratungen der Regierung der Länder und des Gecko-Gremiums ergeben haben. Außerdem sehen wir noch Markus Wallner, Vorarlberger Landeshauptmann, am Bildschirm hier. Aber der Bundeskanzler beginnt. Vielen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren. Unser Land ist tatsächlich jetzt in einer sehr ernsten und herausfordernden Situation. Das Virus, das hat schon ja mehrfach bewiesen, kennt keine Grenzen, kennt keine Feiertage, kennt keine Wochenenden, keine Ferien und ist einfach omnipräsent und auch besonders gefährlich, weil es sich immer wieder verändert. Und wir erleben jetzt in der Virusmutation Omikron eine neue Herausforderung und auch eine neue Gefahr für uns, für die Menschen, die in Österreich leben. Was wissen wir bisher über die Omikron-Variante? Zunächst einmal ein großes Danke hier an die Wissenschaft, an die Expertinnen und Experten, die uns hier beraten und zur Seite stehen, die versuchen, die am Anfang des Virus gerade noch sehr dünne Datenlage immer stets abzugleichen, zu erweitern, durch vor allem Beobachtung der Länder dort, wo Omikron schon länger präsent ist und damit in der Beobachtung für uns sich auch wieder ein Zeitvorsprung ergibt, in der Ableitung daraus, wie breitet sich das Virus aus, was bedeutet es für die Spitäler, was bedeutet es für die Intensivbetten. Was wir wissen ist, dass die Infektiosität des Viruses enorm ist.
Wir müssen uns auch bei Omikron auf eine neue Situation einstellen. Wir alle sind jetzt geprägt von der Delta-Variante, die auch in unserem Land ja die dominierende war, mittlerweile von Omikron verdrängt worden ist und bei Delta wir eine ganz andere Situation hatten. Delta war von den Verläufen her anders als Omikron, Delta war anders von der Infektiosität. Und das heißt, wir müssen uns bei Omikron auch darauf einstellen, dass die Infektionszahlen jetzt sprunghaft ansteigen werden. Wir liegen jetzt schon bei 10.000, wir werden nächste Woche bei 17.000 und wir werden in den nächsten Wochen sogar vielleicht dann über 20.000 und mehr Infektionen am Tag die Zahlen erreichen. Und jetzt ist das an sich schon sehr, sehr drückend, was wir da hören. Und gleichzeitig gibt es aber auch eine gute Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass Omikron anders verläuft als die Delta-Variante. Die gute Nachricht ist, dass man sich durch Impfen gut schützen kann, mit über 90%, wenn man die dritte Impfung hat, dass man überhaupt auf die Intensivstation kommt, und zu über 70%, dass man überhaupt Symptome hat. Das ist deshalb so wichtig, weil es zeigt, dass auch bei Omikron das Thema Impfen eine zentrale Bedeutung für uns hat, eine zentrale Bedeutung für die Menschen hat, damit eben Omikron in seinem Verlauf für die Menschen nicht gefährlich ist. Und das kann ich dann sicherstellen, wenn ich mich impfen lasse. Wir sehen auch, dass Omikron dann in seiner Ausbreitung eine unglaubliche Dynamik hat. Das heißt, wir haben vier wesentliche Ziele. Das eine ist, dass wir aufgrund des Faktums, dass das Impfen noch immer so wichtig ist, die Impfquote weiter steigern werden, dass wir durch Schutzmaßnahmen die Hospitalisierungsrate gering halten. Und ich glaube, jetzt kommt das Allerwichtigste auch für die Menschen an sich, dass wir gemeinsam alles unternehmen, um einen nächsten Lockdown nach menschlichem Ermessen zu verhindern. Und es wird eine Ihrer ersten Fragen sein, wird es einen Lockdown geben? Und ich sage Ihnen ganz offen, was es jetzt zeigt und auch die Expertinnen und Experten uns auch mitgegeben haben, ist, die eigentliche Frage, die wir uns stellen müssen, ist, was können wir gemeinsam jetzt dazu beitragen, was können wir gemeinsam leisten, um uns gegen einen Lockdown zu stemmen? Ja, gestatten Sie mir das Wort, um gegen einen Lockdown auch tatsächlich zu kämpfen. Daher mein Appell an alle, die uns zuschauen, an alle, die Ihre Nachrichten dann in weiterer Folge lesen, lassen Sie uns in dieser Phase jetzt in besonderem Maß zusammenhelfen. Nehmen wir gemeinsam die Empfehlungen der Gesundheitsexpertinnen und Experten wirklich ernst. Kämpfen wir gegen einen Lockdown und vor allem kämpfen wir dagegen, dass Omikron deshalb dann wiederum aufgrund seiner hohen Infektiosität so gefährlich ist, weil es die kritische Infrastruktur angreifen kann. Weil dort, wo viele Menschen infiziert sind, es dann zu Ausfällen kommen kann. Und daher ist es notwendig, und das haben wir getan, GECKO hat getagt, GECKO hat beraten, auch dafür wie der beiden Generalmajor Rudolf Striedinger, jetzt darf ich mal umgekehrt anfangen, und der Generaldirektorin für öffentliche Gesundheit, Dr. Katharina Reich, ein großes Danke sagen, hier mit den Expertinnen und Experten einerseits die Situation zu beraten. Das ist wirklich in einer hohen Qualität erfolgt. Wir haben ganz, ganz viele Fragen als Bundesregierung gestellt und auch viele Antworten auf die Fragen erhalten. Und gleichzeitig haben wir jetzt als Bundesregierung gemeinsam aus diesen Ergebnissen der Beratungen Maßnahmen abgeleitet, die aus unserer Sicht jetzt notwendig sind zu treffen, um eben tatsächlich auch erfolgreich gegen einen nächsten Lockdown zu kämpfen. Wir haben drei Maßnahmenpakete definiert, die jetzt notwendig sind, zeitnah umzusetzen. Das eine Thema ist das Thema der Kontrollen. Es wird ein eigenes Kontrollenpaket geben. Das heißt, dass wir auf der einen Seite den Kontrolldruck durch speziell jetzt in der nächsten Woche beginnend
viele Schwerpunktaktionen im ganzen Land deutlich erhöhen, dass wir auf der anderen Seite eine Kontrollpflicht im Handel einführen werden, die es in dieser Form so ja noch nicht gegeben hat, sondern nur stichprobenartig verlangt worden ist. Und wir werden die Sanktionen verschärfen. Was heißt das? Wenn Betriebe sich nicht an die Vorgaben halten, dann werden wir in Zukunft auch die Handhabe haben, diese Betriebe zu sperren. Darüber hinaus, das zweite Maßnahmenpaket betrifft die Quarantäne und damit die Neuregelung der Quarantäne. Weil Omikron in seinem Wirken und in seinem sozusagen Auftritt in der Gesellschaft anders ist, braucht es auch ein neues Quarantänemanagement. Das heißt, es wird zum Beispiel in Zukunft keine Unterscheidung mehr geben zwischen K1 und K2-Personen. Es wird in Zukunft keine Erfassung mehr geben von 3-mal Immunisierten als Kontaktpersonen. Die Details dazu erfolgen dann auch vom Gesundheitsminister in weiterer Folge und auch von den Expertinnen und Experten. Das dritte große Paket ist das Paket der Schutzmaßnahmen. Wir haben gesehen, dass die FFP2-Maske ein wirksames Mittel ist, sich und andere zu schützen. Und man sieht tatsächlich die Wirksamkeit der FFP2-Maske auch nachvollziehbar, indem Sie sehen, dass bisher erfolgreich durch das Anwenden der FFP2-Maske eine Grippewelle auch verhindert werden konnte. Wir sehen aber auf der anderen Seite auch, dass Omikron eben durch seine hohe Ansteckungsgefahr auch im Freien besonders ansteckend ist. Das heißt, es wird eine Maskenpflicht auch im Freien geben, nämlich immer dann, wenn Menschen aufeinandertreffen. Die Regelung ist grundsätzlich ganz einfach. Immer dann, wenn ich Menschen begegne, dann habe ich eine Maske zu tragen. Das wird natürlich verordnungsmäßig auch aufgelöst. Es gilt auch hier dann der 2-Meter-Abstand als Regel. Und immer wenn der unterschritten wird, dann ist die FFP2-Maske aufzusetzen. Also es ist in Wahrheit ganz einfach. Immer dann, wenn wir einander begegnen, ob am Gehsteig, ob in der Fußgängerzone, ob auf einem öffentlichen Platz, ist die FFP2-Maske zu tragen. Und im Zweifel, unsere klare Empfehlung, ist es immer besser, die Maske aufzusetzen, als das nicht zu tun. 3 Maßnahmenpakete mit dem gemeinsamen Ziel, wenn wir uns daran halten, wenn der Kontrolldruck hoch ist, wenn alle mitmachen, so wie es eben auch der Handel besonders gefordert ist, die Unternehmen gefordert sind, die Gastwirtschaften gefordert sind, dann haben wir eine Chance, erfolgreich dagegen zu kämpfen, dass es wieder einen Lockdown gibt. Und es wird auch die Frage kommen, ob der Gesundheitsminister, ich oder die Experten einen Lockdown ausschließen können. Und dazu gibt es eine klare Antwort. Nein. Aber es ist jetzt mein Appell an Sie, dass wir gemeinsam so zusammenhelfen, dass wir eine Chance haben, den Lockdown auch tatsächlich zu verhindern. Vielen Dank, Herr Bundeskanzler. Am Wort ist der Gesundheitsminister. Sehr geehrte Damen und Herren, wir leben nun seit fast 2 Jahren mit dem Coronavirus. Wir bemühen uns, schneller zu sein als das Virus. Wir bemühen uns, dass uns das Virus nicht einholt. Und wir haben in dieser Zeit viel gelernt. Wir haben in dieser Zeit einen Impfstoff bekommen. Er wurde entwickelt von Expertinnen und Experten in Rekordzeit. Er ist verteilt worden, er ist verimpft worden. Wir haben über 16 Millionen Impfungen in Österreich bislang verabreicht. Und wir haben in Österreich 7 von 10 Personen, die bereits geimpft sind, die das Richtige gemacht haben. Wir haben 43% der österreichischen Bevölkerung, die bereits geboostert sind und so besonders gut gegen die neue Omikron-Variante geschützt sind. Wir haben auch 75% der über 65-Jährigen, die sich den Boostershot bereits geholt haben. Und das ist eine besonders wichtige Bevölkerungsgruppe, wie wir alle wissen, weil sie ein hohes Risiko tragen, schwer zu erkranken. Das sind alles schöne Erfolge. Und Österreich ist bislang vergleichsweise gut durch diese Pandemie gekommen, wir alle gemeinsam. Wir haben einen Werkzeugkasten entwickelt, den wir je nach Infektionslage einsetzen können. Doch es ist das Wesen eines Virus, dass es sich verändert, dass es
selber neue Überlebensstrategien entwickelt, wenn wir gerade geglaubt haben, dass wir es geschafft haben, es einzudämmen. Und wir sind in den letzten 2 Jahren auch besser geworden, uns selber an das Virus anzupassen und auf Veränderungen zu reagieren. Jetzt ist Omikron da und dieses Virus, diese neue Variante, wird unsere Sichtweise auf das Coronavirus verändern. Es braucht einen Paradigmenwechsel im Umgang mit der neuen Omikron-Variante. Die Zahlen werden höher sein in den nächsten Wochen, als wir uns das jemals ausmalen haben wollen. Aber die Auswirkungen werden milder. Vor etwas mehr als einem Monat wurde die Omikron-Variante von Forschern in Südafrika entdeckt. In den ersten Dezemberwochen haben wir noch nicht viel über das Virus gewusst. Wir wissen jetzt auch noch nicht alles, aber doch einiges mehr. Wir haben damals rasch reagiert auf diese vielen Unklarheiten, die sich im Zusammenhang mit dem Auftauchen dieser neuen Variante ergeben haben. Wir haben die gesamtstaatliche Covid-Krisenkoordination GECKO eingerichtet. Dieses Expertengremium findet seitdem regelmäßig statt. Es gibt intensive Beratungen und Abstimmungen, damit auf die wesentlichen Aspekte in der Pandemiebekämpfung verstärkt eingegangen werden können. Wir haben damals als Sofortmaßnahme die Einreisebestimmungen aus diesen Virusvariantengebieten verschärft. Wir haben Landeverbote erlassen und das war wichtig, weil wir haben so Zeit gewinnen können. Das haben wir auch geschafft, weil wir einen Lockdown gehabt haben, aus dem wir herausgegangen sind mit einem sehr strengen Maßnahmenkorsett, auch im europäischen Vergleich. Wir beobachten aktuell international weltweit einen rasanten Anstieg der neuen Omikron-Variante. Es stellt so das Pandemie-Management vor ganz neue Herausforderungen. Wir sehen viele europäische Länder, die derzeit strengere Maßnahmen machen, weil die Gefahr besteht, dass die kritische Infrastruktur gefährdet wird. Wir werden auch bei uns stark steigende Zahlen sehen in den nächsten Wochen. Das ist keine Überraschung, das ist uns so von den Expertinnen und Experten prognostiziert worden. Wir haben aber im Vergleich zu anderen europäischen Ländern bereits jetzt sehr strenge Maßnahmen. Die Zahlen steigen bei uns. Ich beobachte das sehr genau. Das stimmt mich schon auch sorgenvoll. Wir müssen hier die medizinische Versorgung weiterhin im Blick behalten und aufpassen, dass hier nicht wieder eine kritische Situation entsteht. Die strengen Maßnahmen, die wir haben, die bleiben bestehen. Wir befinden uns in einem Lockdown für ungeimpfte Menschen. Wir haben die 2G-Regelung in den allermeisten Bereichen, eine strenge FFP2-Maskenpflicht. Wir haben die Sperrstunde in der Gastronomie mit 22 Uhr. Wir haben die Diskotheken, die Stehgastronomie, die Après-Ski-Einrichtungen geschlossen und recht strenge Regeln auch bei den Veranstaltungen. Das sind Regeln, die in anderen Ländern gerade erst diskutiert oder beschlossen werden. Was meine ich, wenn ich sage, dass es einen Paradigmenwechsel im Umgang mit dieser neuen Omikron-Variante braucht? Es verlangt bei uns ein Umdenken. Das erste Ziel muss selbstverständlich weiterhin das Aufrechterhalten der medizinischen Versorgung in Österreich sein und der Schutz der öffentlichen Gesundheit. Die GECKO evaluiert regelmäßig die Omikron-Variante. Sie ist um ein Vielfaches ansteckender als alle vorhergehenden Varianten. Dennoch scheint die Wahrscheinlichkeit, nach einer Ansteckung mit Omikron im Spital aufgenommen zu werden oder auf Intensivstationen geringer. Wir wissen, dass bei Delta einer von 4, der im Spital aufgenommen worden ist, intensivpflichtig geworden ist. Bei Omikron ist das nur einer von 10. Wir wissen auch, dass Menschen, die mit Delta ins Spital aufgenommen worden sind, in 20% eine Beatmungspflicht entwickelt haben. Bei Omikron scheint das nur noch 2% zu sein. Aber das ist keine Entwarnung. Omikron kann nämlich dazu führen,
dass sich gleichzeitig sehr viele Menschen anstecken und dadurch die kritische Infrastruktur in Österreich gefährdet ist. Und an diesem Punkt müssen wir ansetzen, müssen wir Maßnahmen setzen, um diesen Zusammenbruch der kritischen Infrastruktur in Österreich vermieden werden kann. Damit wir das Land am Laufen können und damit wir einen weiteren Lockdown alle gemeinsam verhindern. Aus diesem Grund haben wir eine Reihe von Maßnahmen in der Bundesregierung beschlossen. Wir haben sie auch mit den Landeshauptleuten beschlossen. Auch hier war eine breite Zustimmung bei den Landeshauptleuten zu erfahren. Ich möchte jetzt im Weiteren kurz auf die Maßnahmen eingehen. Der erste Punkt: die Kontrollen und die Strafen verstärken. Das heißt, es wird ab nächster Woche eine Aktion scharf bei 2G-Kontrollen geben. Es wird eine Kontrollpflicht im Handel geben, und zwar an Interaktionspunkten, zum Beispiel beim Eingang, aber spätestens beim Bezahlen. Das wird ab 11. Jänner gelten. Sämtliche Behörden sollen im Rahmen ihrer Tätigkeit auch die Covid-Maßnahmen kontrollieren. Und es kann temporäre Betretungsverbote, Beispiel in der Gastronomie, geben, wenn es ein grobes Vergehen gegen die Covid-Maßnahmen gibt. Die Quarantänebestimmungen werden ab Samstag, 8. Jänner verschärft. Es gibt zukünftig keine Unterscheidung mehr zwischen K1 und K2-Personen. Es gibt nur noch Kontaktpersonen. Künftig ist man keine Kontaktperson mehr, wenn man dreimal immunisiert ist, also geboostert ist oder genesen plus geimpft. Man ist auch keine Kontaktperson mehr, wenn alle Beteiligten bei einem Kontakt eine FFP2-Maske getragen haben. Das gilt auch für Kinder, die sich noch nicht boostern lassen können. Alle Kontaktpersonen können sich ab dem 5. Tag mit PCR freitesten. Und Kontaktpersonen in der kritischen Infrastruktur können mit täglich gültigen Tests und FFP2-Maske auch weiterhin arbeiten gehen. Positiv getestete Personen können sich ab dem 5. Tag freitesten. Des Weiteren wird es strengere Schutzmaßnahmen geben. Wir wissen, dass die Omikron-Variante im Speziellen auch im Freien sehr ansteckend sein kann, ansteckender als Varianten zuvor. Das heißt, es wird eine FFP2-Maskenpflicht outdoor dort geben, wo ein 2-Meter-Abstand nicht eingehalten werden kann. Beispiele dafür: Fußgängerzonen oder Warteschlangen. Die Bundesländer wiederum können eine zusätzliche Maskenpflicht auf stark frequentierten Plätzen verordnen und ausweisen. Die Homeoffice-Empfehlung kommt zur Geltung. Das heißt, es soll die Homeoffice-Regelung dort gelten, wo es möglich ist. Hier auch ein Ersuchen an die Sozialpartner, an die Betriebe zu überlegen, wo kann man Homeoffice anbieten. Wir sparen uns nicht nur den Kontakt der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, wir sparen uns auch den Weg zum Arbeitsort. Das heißt, das ist eine sichere Maßnahme, die auch von der WHO empfohlen wird. Das heißt, eine klare Empfehlung zum Homeoffice. Und wir werden die Gültigkeit des grünen Passes auf 6 Monate ab 1. Februar reduzieren. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Pandemiebekämpfung in Österreich war von Anbeginn an ein Akt des Zusammenhalts und der Solidarität. Omikron verlangt jetzt wieder all ihr Engagement. Es verlangt wieder ein Zusammenstehen, um die Herausforderungen in den kommenden Wochen und Monaten bestmöglich gemeinsam bewältigen zu können. Und es kann jeder Einzelne dazu beitragen, die Geschwindigkeit der Ausbreitung der Omikron-Variante in Österreich zu bremsen. Wir können den Abstand einhalten, wir können die Maske tragen, wir können uns die Hände waschen. Wir müssen jetzt gemeinsam daran arbeiten, Österreich am Laufen zu halten. Und das muss unser aller Motivation sein, diese Maßnahmen auch wirklich gewissenhaft einzuhalten. Um zu einem größtmöglichen Schutz beizutragen, ersuche ich alle Menschen in Österreich, die noch nicht geimpft sind, sich baldmöglich einen Impftermin auszumachen. Und ich ersuche die Menschen, die schon
geimpft sind, sich rasch die dritte Teilimpfung, den Boostershot, zu holen. Wir alle werden dieses Schutzschild in den nächsten Wochen brauchen. Vielen Dank, Herr Gesundheitsminister. Am Wort ist nun der Vorsitzende der Landeshauptleutekonferenz und Landeshauptmann von Vorarlberg, Markus Wallner. Ja, jetzt glaube ich, gibt es eine Tonverbindung. Vielen Dank, dass ich das Wort bekomme. Ich darf den Herrn Bundeskanzler von Vorarlberg aus begrüßen, den Gesundheitsminister, die Sektionschefin, den Herrn Generalmajor, geschätzte Medienvertreterinnen und Medienvertreter. Erlauben Sie mir noch einige Anmerkungen aus Sicht der Bundesländer zu machen. Es ist ja üblich, dass wir eine gute Abstimmung zwischen Bund und Ländern vornehmen. Einleitend darf gesagt werden, das Auftreten dieser Omikron-Welle ist natürlich auch für uns alle eine große Herausforderung und gleichzeitig aber auch keine Überraschung. Wer die internationalen Entwicklungen beobachtet hat, der musste ja damit rechnen, dass diese Omikron-Welle, um nicht zu sagen die Omikron-Wand, die Infektionswand, wie es manche bezeichnen, auch in Österreich intensiv auftreten wird. Wir sind hier in Vorarlberg unmittelbar in der Schweiz. Da ist die Zahl der Infektionen schon täglich jetzt gestiegen auf über 30.000. Also wir beobachten die Entwicklung sehr genau. Und es war uns allen auch klar, dass wir mit einem beachtlichen Anstieg der Infektionen insgesamt rechnen müssen. Ich sage das auch deswegen, weil die Vorbereitungen im Hinblick auf diese Omikron-Welle sind seit einigen Wochen besonders intensiv im Gange. Auch über die Feiertage und schon einiges vor Weihnachten haben die Bundesländer in enger Abstimmung mit dem Bund und dem Gesundheitsministerium und dem Bundeskanzleramt begonnen, sich mit der Frage zu beschäftigen, was müssen wir tun, um gegen diese Welle anzukämpfen. Dabei gibt es einige neue Fragen. Ich kann nur betonen oder unterstreichen, was schon gesagt wurde. Diese Omikron-Welle stellt uns vor ganz neue Herausforderungen, ist nicht vergleichbar mit der Delta-Variante und es kann auch unter Umständen eine Verlagerung der Krise stattfinden, insofern, dass wir nicht nur auf die Spitalsbelegung achten müssen und die Infektionsentwicklung insgesamt, sondern auch die Bereiche der kritischen Infrastruktur sehr gut im Auge behalten müssen. Um einige Beispiele zu nennen, Sie können sich hier ausmalen, was passieren würde, wenn die Stromversorgung nicht mehr ausreichend funktionieren würde, die gesamte Wasserversorgung oder auch die Schulen oder die Kindergärten oder auch der gesamte Sicherheitsbereich, die Polizei, das Bundesheer, das Rote Kreuz und so weiter. Das sind alles besonders sensible Bereiche des öffentlichen Gemeinwohls, des öffentlichen Wesens. Und es ist daher von besonderer Bedeutung, dass wir dort darauf achten, dass mögliche Personalausfälle durch hohes Auftreten von Infektionen und rasche Verbreitung aufgefangen werden können. Und die Bundesländer und auch die Gemeinden übrigens haben da eine ganz besondere Verantwortung, vor Ort darauf zu schauen. Die Vorbereitungen dazu sind in den Bundesländern auf Hochtouren angelaufen, über die Feiertage schon, sodass ich davon ausgehe, dass in allen neuen Bundesländern auch jedem, auch Beteiligten klar sein wird, dass die Aufrechterhaltung der kritischen Infrastruktur eine ganz besondere Aufgabenstellung sein wird. Zweiter Punkt. Die Hospitalisierung. Ich glaube, man muss in Summe trotzdem davon ausgehen, dass wir eine hohe Belegung von Spitalsbetten bekommen werden. Eine andere Art der Herausforderung könnte werden, ich muss immer sagen könnte, weil man das nicht so ganz genau weiß, dass wir nicht so sehr mit Intensivbettenbelegung kämpfen, das ist zumindest offen zur Stunde, sondern eher damit zu tun haben, dass die Patienten auf Normalstationen dramatisch ansteigen werden, was im Umkehrschluss bedeutet, dass in allen Bundesländern die Vorbereitungen aufgenommen wurden, auch die Anzahl von Spitalsbetten zu steigern. Um ein Beispiel zu nehmen aus unserem Bundesland, wir werden ein eigenes Notversorgungszentrum in der Messe Dornbirn errichten. Eine Größenordnung von 200 zusätzlichen Betten kann aber auch gesteigert werden, wird dort auch zusätzlich zu den Spitalsbetten zur Verfügung stehen. Ähnliche Vorbereitungsmaßnahmen sind auch in anderen Bundesländern im Gange. Das heißt, auch hier könnte sich die Krise verlagern von der Frage Intensivbettenbelegung hin zu den Normalstationen, was aber nicht bedeuten soll, dass man den Intensivbereich herausnehmen kann. Auch das muss natürlich in Folge extrem gut beobachtet werden und gegebenenfalls sind dort weitere Reaktionen auch notwendig. Aus meiner Sicht möchte ich eher zusammenfassen, dass wir jetzt eine gemeinsame Bund-Länder-Strategie gefunden haben in 5 wesentlichen Punkten. Auch, dass die Unterstützung der Bundesländer voll gegeben ist. Ich glaube, die Omikron-Welle, die vor uns steht, oder Wand, die wird verlangen, dass wir uns ganz eng abstimmen.
und dass wir auch ganz gezielt miteinander die richtigen Maßnahmen ergreifen in dem Zusammenhang. Der erste Punkt ist, wir sind uns einig darüber, wir wollen jegliche Art von Lockdown weiter verhindern. Man muss sagen, verhindern zum jetzigen Zeitpunkt, weil ausschließen kann es niemand. Aber natürlich ist alles zu unternehmen, einem weiteren Lockdown zu entgehen. Der zweite Punkt ist, gemeinsam das Impfen voranzutreiben, also Impfen zu forcieren, ist entscheidend. Und das dritte wird auch sein, aufgrund der Aufrechterhaltung von kritischer Infrastruktur die Quarantäneregelungen anzupassen. Sie wurden bereits vorgestellt, das wird von Bundesländerseite auch sehr unterstützt. Ebenso als vierter Punkt die Kontrollen zu verstärken und als allerletzter Punkt die Maskenpflicht auszuweiten, auch im Freien, auf Bereiche, wo eine größere Anzahl von Personen auch zusammentreffen kann und die Abstände nicht eingehalten werden können, ist aus meiner Sicht der richtige Weg. Ich darf an dem Punkt schließen. Die Bundesländer haben heute unisono ihre Unterstützung auch bekundet und sind jetzt voll in den Vorbereitungsmaßnahmen drinnen. Die Abstimmung wird jetzt auf sehr kurzem Wege in den nächsten Tagen auch intensiv mit dem Bund erfolgen. Wir wünschen uns dabei natürlich ja, auch viel Kraft und Energie und alles Gute, dass wir diese Welle auch bewältigen können, und darf damit auch zurückgeben an den Bundeskanzler. Vielen Dank, Herr Landeshauptmann. Das Wort steht nun bei Chief Medical Officer Katharina Reich. Danke vielmals. Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte drei Punkte herausgreifen, wo es sich lohnt, noch mal ein bisschen in die Tiefe zu gehen. Es geht einerseits um Omikron und Krankenhaus. Das ist etwas, das uns natürlich sehr beschäftigt. Es geht ums Impfen und es geht um die Medikamente. Ich darf Ihnen ein bisschen berichten, wie wir in GECKO dazu gearbeitet haben. Herr Generalmajor Striedinger wird das näher ausführen. Was mir wichtig war, dass wir genau zu diesen Themen versucht haben, mit den Fachexpertinnen und Experten, die wir in GECKO versammelt haben, aus ganz vielen verschiedenen Sichtweisen die Evidenz zu liefern, die Fragen zu beantworten, die jetzt für die Bundesregierung so drängend waren. Wir haben diese Einschätzungen in intensiver Teamarbeit vorgenommen, und deswegen muss hier mein Dank nochmal erfolgen an alle, die sich die Zeit genommen haben, über die Feiertage hinweg, ohne Rücksicht auf die vielleicht freien Tage, hier intensiv gearbeitet haben. Was haben wir gemacht? Der internationale Blick war ganz wichtig. Wir haben einige Länder, die einiges schon hinter sich haben oder gerade dabei sind. Hier kommen laufend Zahlen, Daten, Fakten herein. Ich bin sehr dankbar, dass wir es geschafft haben, genau die wichtigen Fragen schon klären zu können. Wir hatten das am Anfang noch nicht so gewusst, wie wirkt sich Omikron tatsächlich aus. Jetzt ist es schon viel deutlicher, dass bei Omikron diese Entkopplung deutlicher stattfindet. Was meine ich damit? Die Entkopplung zwischen den Infektionen und den dazugehörigen Krankenhausaufnahmen. Es ist so, dass wir 30-50% weniger Krankenhausaufnahmen als im Vergleich zu Delta erwarten. Allerdings ist Omikron deutlich infektiöser. Wir erwarten höhere Zahlen. Wir wissen alle, wie sich das mit den Prozentsätzen verhält. Deswegen müssen wir trotzdem aufgrund dieser geringeren Gefahr zwar, aber trotzdem auf unsere Krankenhausbetten achten. Das ist sehr wichtig, und das geht nur, wenn wir laufend am Ball bleiben, wenn wir laufend schauen, wie sich diese Entkopplung bei uns darstellt. Wir beschäftigen uns intensiv mit den Daten, die nahezu täglich hereinkommen, und wir wissen, was unsere wirksamste Waffe dabei ist, nämlich, und das sage ich jetzt an alle, die versuchen, die Impfung durch Omikron zu zerreden, das Impfen bleibt auch bei Omikron unser wichtigstes Instrument, das wir haben, um genau diese Krankenhausbetten nicht zu belegen. Ich sage gleich, es kann durchaus sein, dass sich geimpfte Personen mit Omikron infizieren, aber warum geht es uns? Es geht um die Krankheitslast. Und das ist der wesentliche Unterschied jetzt. Es geht darum, dass wir mit der Impfung bewirken können, dass die Krankheitslast deutlich weniger ist. Das heißt, wir durch die Impfung Krankenhausaufnahmen verhindern können. Auf den Normalbetten, auf der Intensivstation. Ich muss auch sagen, dass jede Impfung bei Omikron zu Omikron im Vorteil ist. Wir reden nicht nur über den Booster. Wir wissen, dass der Booster das Beste ist, was den Prozentsatz angeht. Wir wissen aber auch, dass sich das auf die Zweitgestochenen, auf die Erstgestochenen ebenfalls auswirkt. Ich möchte diese Mythen hier versuchen einzugrenzen. Der Booster ist das Beste. Deswegen alle, die boostern können, die kurz davor stehen, bitte machen Sie das sofort, unmittelbar.
Sie erhöhen ihren Schutz drastisch. Alle, die noch nicht impfen waren, heißt es bitte jetzt. Es geht nicht darum, dass wir sagen, ja, jetzt lassen wir uns halt alle durchseuchen und das war's. Nein, Durchseuchung bewirkt Krankenhausaufnahme. Wir wollen das nicht. Wir wollen, dass die Impfung diese Krankenhausaufnahme so weit wie möglich hinten anstellt. Deswegen diese eindringliche Botschaft von mir. Was ganz wichtig ist, ist für unseren Alltag. Wir wissen, Impfen ist eine gute Waffe, aber was ist niederschwellig jedenfalls zu tun? Und das gilt ebenfalls für die Geimpften wie für die Ungeimpften. Die Maske schützt uns. Ich möchte auch hier nochmal diesen dringenden Appell sagen. Die Maske überall dort, wo ich das Gefühl habe, da kommen jetzt gleich viele Menschen zusammen. Ich reiße sie mir nicht runter, wenn ich aus der U-Bahn rausgehe, sozusagen ins Freie, sondern ich nehme sie mir erst runter, wenn ich sicher bin, dass ich jetzt nicht mehr in der geballten Menschenmenge bin. Ich brauche keine Vorschriften. Ich brauche nicht mit einem Maßband gehen und schauen, wo sind die 2 Meter. Nein, wir alle wissen diese Situationen. Wir alle wissen, dass es sich vor Geschäften zusammendrängen kann, vor Eingängen, Geschäften, vor den U-Bahn-Stationen, vor den Straßenbahnstationen, überall dort, wo sich Menschen ansammeln können. Das können wir ganz einfach und intuitiv handhaben. Masken sind lästig, weiß ich, sie gehen uns allen auf die Nerven, aber ein extrem gutes Mittel, um sich gegen Omikron zu wappnen. Das letzte Thema ist das Thema Medikamente. Hier haben wir eine zusätzliche Hilfe in der Hand, was Krankenhausbelegung betrifft. Auch das ist ganz wichtig zu sagen, Medikamente sind zusätzlich, sie sind kein Ersatz. Medikamente haben Nebenwirkungen, die sind nicht ohne. Allein wenn wir uns die monoklonalen Antikörper anschauen, wenn wir uns die, das sind die Medikamente, die man über eine Infusion bekommt, aber auch die oralen Medikamente, die man schlucken kann. Das ist nichts, was eine Impfung ersetzt, aber es hilft uns, schwerkranke Personen, Risikopersonen vor schweren Verläufen zu schützen. Hier sind wir mit allen Bundesländern sehr gut in Kontakt, was das Aufstellen dieser Infrastruktur betrifft. Der Herr Generalmajor Stridinger wird das logistisch noch Ihnen erklären. Aber hier ist ganz klar, wir wissen, welche Medikamente wirken, welche wirken unter Omikron nicht mehr so gut. Wir haben die Medikamente im Land, die gut dagegen wirken. Und ich freue mich, dass wir einfach eine zusätzliche Waffe hier oder Instrument im Kästchen haben. Und mit diesen vielleicht kurzen zentralen Botschaften möchte ich schon schließen und nochmal diese Impfzerredung durch Omikron, da möchte ich wirklich davor warnen, weil es durch Omikron wichtiger denn je ist. Danke vielmals. Vielen Dank, Frau Chief Medical Officer. An Bord ist nun Generalmajor Rudolf Stridinger. Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte Ihnen zunächst ein bisschen erläutern, was Gecko ist, nachdem es ja in der letzten Zeit in der Öffentlichkeit durchaus diskutiert wurde und die Erwartungshaltung in der Öffentlichkeit berechtigt groß ist, dass insbesondere nach Sitzungen von Gecko die Bearbeitungsergebnisse transparent dargestellt werden. Gecko ist eine Kommission, die eingesetzt wurde von der Bundesregierung, um die Bundesregierung zu beraten. Das ist unsere zentrale Aufgabe. Die zweite zentrale Aufgabe ist es, nach Beschlussfassung durch die Bundesregierung in Teilbereichen für die Umsetzung der Beschlüsse zu sorgen. Und daher erwarten Sie bitte nicht, dass nach Sitzungen der Gecko wir in die Öffentlichkeit gehen und sagen, was wir beraten haben und zu welchen Schlussfolgerungen wir gekommen sind. Das ist nicht unser Auftrag. Und ich bin da relativ klar und strikt und ich denke, wir haben einen Beratungsauftrag an die Bundesregierung. Wir haben das in dieser Woche beispielsweise am Dienstag gemacht. Wir haben unsere Bearbeitungsergebnisse geliefert. Es ist nicht eine abgestimmte Empfehlung, sondern hinsichtlich Maßnahmen, sondern wir haben aus wissenschaftlicher und aus solches gesamtstaatlicher Sicht die Gesamtlage einfach dargestellt. Und aus diesen Informationen hat dann die Bundesregierung zusammen mit den Landeshauptleuten eine entsprechende Beschlussfassung getroffen, die jetzt verlautbart wurde. Ein Wort zum Bundesheer. Sie wissen, das Bundesheer ist sehr breit eingesetzt in der gesamten Pandemiebekämpfung. Und ich kann Ihnen versichern, dass das erstens einmal auch so weitergeht, dass wir zweitens auch die entsprechenden Reserven haben, gegebenenfalls auch
intensivierter zum Einsatz zu kommen. Und auf einen dritten Punkt hinsichtlich Bettenbelegung werde ich noch kommen. Impfen ist die Hauptwaffe, die strategische Waffe gegen das Virus. Und ich verwende absichtlich die Diktion Waffe, weil hier ist nicht Gewaltfreiheit angesagt. Das Virus fragt uns auch nicht, ob es kommen darf oder nicht. Und das ist Gewalt gegen unsere Gesundheit. Und daher müssen wir, und je besser wir aufgestellt sind, desto besser ist es, die Impfung als die Hauptwaffe gegen das Virus bezeichnen. Eine zweite Waffe sind die Medikamente, die gerade dargestellt worden sind. Je treffsicherer wir diese Medikamente verwenden, desto besser schützen wir jene, die einen gefährlicheren Krankheitsverlauf vor sich haben könnten. Und deswegen wird es darauf ankommen, wenn wir so viele Medikamente im Land haben, dass das außerhalb der Krankenanstalten verwendet werden kann, dass wir auf hohe Treffsicherheit zusteuern. Nicht einfach jeder, der positiv getestet ist, soll ein Medikament bekommen. Nein, erst dann, wenn Symptome kräftig kommen, aber vielleicht noch nicht eine Hospitalisierung notwendig ist. Und das ist ein relativ schwieriger Prozess. Und auch da werden unsere Logistikexperten des Militärs entsprechend mitwirken, dass wir hier die richtige Entscheidung treffen. Das beste Aufklärungsmittel, das wir haben, ist das Testen. Wir wissen, dass Österreich weltweit gesehen Weltmeister ist auf diesem Sektor, weil wir einfach eine extrem hohe Testqualität und eine Testausrollung im Land haben. Aber trotzdem gibt es in Österreich diesbezüglich Unterschiede. Und die Zielsetzung muss es sein, PCR-Testungen so sicherzustellen, dass innerhalb von 24 Stunden die Testergebnisse vorliegen. Ich möchte aber auch klarstellen, dass der Antigen-Schnelltest seine Wirkung hat. Man kann sehr rasch mit einem raschen Ergebnis überprüfen, wie die aktuelle Lage ist. Auch wenn vielleicht die Treffsicherheit nicht dieselbe des PCR-Tests hat, aber in Kombination ergibt das insgesamt ein sehr gutes Bild in die Pandemielage der Bevölkerung. Ein Wort zur kritischen Infrastruktur. Normalerweise bezeichnet man als kritische Infrastruktur einen relativ beschränkten Bereich von Betrieben, von Leistung der öffentlichen Hand oder auch der privaten, öffentliches Leben aufrechtzuerhalten. Wir verstehen in diesem Fall hier kritische Infrastruktur viel breiter. Wir diskutieren gerade auch den Bereich der Schulen in die kritische Infrastruktur hineinzunehmen, weil es doch einen Unterschied ausmacht, ob das Lehrpersonal tatsächlich in einem hohen Ausmaß verfügbar ist oder ob Klassen deswegen geschlossen werden müssen, weil das Lehrpersonal ausgefallen ist. Das heißt, kritische Infrastruktur sind alle jene Bereiche im öffentlichen, im gesellschaftlichen Bereich, die dazu beitragen, dass das Leben in Österreich in einer gewissen Normalität weitergehen kann. Die Regelungen hinsichtlich der Quarantäne sind ausführlich dargestellt worden. Sie sollen sicherstellen, dass damit die Funktionalität der kritischen Infrastruktur à la longue auch bei hoher Infektiosität aufrecht bleibt. Aber, und das ist mein Part in dem Ganzen, wir haben schon seit einem Monat jedenfalls die kritischen Infrastrukturen darauf hingewiesen, dass sie entsprechende Konzepte zu erarbeiten haben, dass sie auch selbst bei hoher Belastung durch das Virus ihre Betriebsfähigkeit, ihre Einsatzbereitschaft sicherstellen. Und ich weiß, dass das auch gemacht wurde, dass hier Schichten eingesetzt worden sind, sodass Übernahmen überhaupt nicht körperlich stattfinden, sodass rund um die Uhr, dort wo es notwendig ist, entsprechende Leistung der kritischen Infrastruktur aufrechterhalten bleibt. Und wir wissen, dass wir sehr hohe Fallzahlen bekommen werden. Sehr hohe Fallzahlen bedingen in einem gewissen Ausmaß natürlich auch den Bedarf einer erhöhten Hospitalisierung. Wir sind in Österreich, was die Bettenkapazitäten der Krankenanstalten betrifft, sehr gut aufgestellt. Trotzdem
kann es räumlich begrenzt beispielsweise passieren, dass hier die Gefahr besteht, dass Krankenhäuser volllaufen. Und das, was wir jedenfalls verhindern wollen, ist, dass wir Bilder in Österreich haben, wie es in anderen Ländern der Fall war, dass Patienten in Krankenwegen durch die Gegend gefahren werden, weil eben kein Bett irgendwo frei ist. Und daher haben wir einen Stufenplan entwickelt, wie wir die Krankenhausbettenkapazität steigern können. Wir wissen, dass die Krankenhäuser selbst in sich, in ihrer Infrastruktur, Möglichkeiten entwickeln können, die Bettenkapazität, insbesondere für leichtere Fälle, auch etwas auszubreiten. Wir haben ins Auge gefasst, Rehabilitationszentren heranzuziehen. Wir sind hier in direktem Kontakt mit dem Dachverband der Sozialversicherungsträger, auch hinsichtlich der in der nächsten Zeit möglicherweise notwendigen Reduzierung der Belegung dieser Reha-Einrichtungen. Das Prinzip soll so sein, dass es eine konkrete Verbindung zwischen einer Krankenanstalt und einem Reha-Zentrum gibt, sodass das Reha-Zentrum bedarfsfallweise quasi als ausgelagerte Bettenstation eines Krankenhauses funktionieren kann. Der Vorteil einer Reha-Einrichtung ist der, dass dort bereits ein gewisser Grundstock an Personal vorhanden ist, das entsprechende medizinische Tätigkeiten durchführen kann. Und der Link ist vor allem deswegen notwendig, weil, wenn es zu einer Verschlechterung von Krankheitsverläufen kommt, es sofort die Möglichkeit gibt, die betroffene Person wieder ins Krankenhaus zurückzuführen. Wir haben aber auch im militärischen Bereich gewisse Möglichkeiten. Allerdings möchte ich betonen, dass es sich hier dann schon um wirkliche Notfallsituationen handeln muss, also Katastrophenfälle in Wirklichkeit, nämlich insofern, dass wir natürlich auch im Militär Sanitätseinrichtungen haben, die eine gewisse Bettenkapazität in der Qualität haben, wie wir sie für so eine Bettenstation bräuchten. Aber man kann darüber hinausdenken, und das machen wir, und wir bereiten das zumindest planerisch vor, dass wir sagen, wir haben eine Reihe von Garnisonen über ganz Österreich verstreut, wir haben eine gewisse Menge von Sanitätspersonal innerhalb des Bundesheeres, die als Kern einer Bettenstation für das Unterbringen von Patienten mit leichten Krankenverläufen möglich wäre. Wir würden entsprechende Infrastruktur in Kasernen entsprechend herstellen können. Und in einer ersten Maximalauslastung wären wir damit in der Lage, die Bettenkapazität in Österreich zumindest um 10% zu erhöhen, was ein deutliches Signal in die richtige Richtung wäre. Ich möchte aber ausdrücklich betonen, dass das ein Katastrophenszenario ist. Aber das Militär ist eben dafür da, auch in Katastrophenszenarien zu denken, zu planen und gegebenenfalls vorzubereiten. Abschließend möchte ich mit einer Fragestellung / einem Appell enden. Ich gehe doch davon aus, dass wir alle oder zumindest ein erheblicher Teil der Bevölkerung ein Interesse hat, nicht an Corona zu erkranken. Also ein persönliches Interesse. Ich zumindest habe ein persönliches Interesse, nicht krank zu werden. Die Hauptwaffe dagegen ist die Impfung. Und zwar so, wie Katharina Reich es gesagt hat, egal in welchem Zustand. Je besser, desto besser. Eine zweite Waffe ist das Aufklärungsmittel des Testens. Jawohl. Aber, und das ist das, was heute auch sehr klar geworden ist, alle Präventionsmaßnahmen, damit man nicht infiziert wird, Masken tragen, Abstand halten, Hygienemaßnahmen einhalten, alle diese Dinge liegen doch bitte im persönlichen eigenen Interesse eines jeden Einzelnen. Und wenn es dann darum geht, dass ab der nächsten Woche verschärfte Kontrollen stattfinden sollen, ob auch die Eintrittsregeln in Gastronomie, in den Handel entsprechend überprüft werden, so ersuche ich Sie, einen Beitrag dazu zu leisten. Und zwar in der Form, dass Sie die Überprüfung erwarten. Gehen Sie in ein Geschäft und zeigen Sie von sich aus Ihren grünen Pass beispielsweise her. Tun Sie das. Erwarten Sie von dem, wo Sie hingehen, dass Sie überprüft werden. Es hat ja keinen Sinn zu sagen, okay, ich bin sicher. Nein, wir wollen tatsächlich auch diejenigen, die
hier zur Überprüfung herangehalten werden, dazu motivieren, das auch tatsächlich zu tun. Damit möchte ich meine Ausführungen beschließen. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Generalmajor. Wir dürfen uns Ihren Fragen kommen. Gemeldet haben sich schon Herr Westhoff, Zeit im Bild und Frau Arthofer, ORF Radio. Ich hätte zwei Fragen an Kanzler und Gesundheitsminister jeweils. Sie haben jetzt eine andere Strategie im Kampf gegen Corona, damit sich die Menschen einstellen können. Wie hohe Infektionszahlen halten Sie für aushaltbar für das Gesundheitswesen, die kritische Infrastruktur? Und die zweite Frage, weil gestern vor allem Kritik an der geplanten Impfpflicht gekommen ist von Sozialpartnern, von Juristen, von Gesundheitsexperten, dass die mit Omikron überholt sein könnte. Werden Sie als Regierung an den Eckpunkten, was das in Kraft treten und die Strafen betrifft, festhalten? Also zu dem Thema Infektionszahlen verweise ich auf den Gesundheitsminister. Zur Frage des Impfens, glaube ich, ist heute schon viel gesagt worden. Wir wissen, dass auch bei Omikron Impfen schützt und im wahrsten Sinne des Wortes nützt, und zwar mit beeindruckenden Zahlen, wenn es darum geht, dass man mit dem dritten Stich über 90% davor geschützt ist, nicht auf die Intensivstation zu kommen. Über 70% davor geschützt ist, Symptome überhaupt zu erleiden. Das heißt also, das Impfen ist nach wie vor zentral, von zentraler Bedeutung für das Gesundheitssystem, und es ist von zentraler Bedeutung, dass die Intensivbettenkapazitäten frei bleiben. Das heißt, es muss unser gemeinsames Ziel sein, rauszukommen aus dieser die einen gegen die anderen Diskussionen, wie wir sie leider viel zu oft erleben jetzt, also das heißt die Ungeimpften gegen die Geimpften, sondern wir müssen hin zur Diskussion, dass wir es gemeinsam in der Hand haben, jetzt auch diese neue Form des Coronaviruses mit Omikron so weit in den Griff zu bekommen, dass es nicht wieder unsere Freiheit raubt. Das ist das, und das möchte ich verstärken, was der Generalmajor Striedinger gesagt hat. Das ist ja im Innersten des Ganzen ein ganz starkes Motiv. Daher ist die Impfpflicht ja auch so zu verstehen, dass wir auf jeden Fall sicherstellen wollen, und wir müssen ja dazu sagen, dass über 70% mittlerweile der Österreicherinnen und Österreicher und Menschen, die in Österreich leben, schon geimpft sind. Das heißt, die haben dieses Angebot schon für sich angenommen. Wir haben über 43%, die schon den dritten Stich haben. Wir haben eine sensationelle Quote bei denen, die über 60 oder 65 Jahre alt sind, mit dem Thema dritter Stich. Das heißt, es nehmen ja ganz viele Menschen in Österreich dieses Angebot der Wissenschaft an. Und jetzt geht es darum, dass die, die es noch nicht angenommen haben, dazu zu motivieren, dass es sich wirklich lohnt, alleine schon, wenn ich an die Quarantänemaßnahmen denke und die Möglichkeit, als sozusagen dreimal Geimpfter eben keine Kontaktperson zu sein, das aus meiner Sicht auch wieder große Freiheit bedeutet. Und wenn ich daran denke, dass ich als Geimpfter die Möglichkeit habe, in die Gastwirtschaft zu gehen, ins Restaurant zu gehen, einkaufen zu gehen, nämlich in den Handel einkaufen zu gehen und nicht nur die Dinge des täglichen Bedarfs kaufen zu dürfen, denn nach wie vor gilt ja der Lockdown für Ungeimpfte. Und ich finde immer, das Impfen ist die Brücke dazu, diesen Lockdown zu verlassen. Und es ist auch das Angebot der Gesellschaft dazu. Die Herausforderung wird werden, dass man den Dialog so führt, dass es nicht besserwisserisch daherkommt, dass die Impfpflicht als klares Signal verstanden wird, dass es für uns alle um die gemeinsame Freiheit geht, die es zu erhalten gilt. Und in diesem Zusammenhang ist aus meiner Sicht die Impfpflicht auch ein wesentlicher Faktor, das gemeinsam erreichen zu können. Jetzt sind noch die parlamentarischen Prozesse abzuwarten, die Stellungnahmen, die zahlreich eingegangen sind, auch dementsprechend zu berücksichtigen. Der Verfassungsdienst arbeitet an einer verfassungskonformen Lösung, aber die Impfpflicht ist aus unserer Sicht unabdingbar. Karl Nehammer in seinen Äußerungen nach dieser Pressekonferenz mit dem GECKO-Gremium und mit den Bundesländern, meine Damen und Herren. Wir sind jetzt für den Moment am Ende unserer Sendezeit angelangt. In der TV-Thek wird diese Pressekonferenz weiterhin noch übertragen. Zusammengefasst wird einiges strenger, aber ein neuerlicher Lockdown steht noch aus. Soweit also diese Sonderausgabe der Zeit im Bild, meine Damen und Herren. Die nächsten Informationen fassen wir für Sie selbstverständlich in der ZIP um 17 Uhr für Sie dann zusammen. Danke fürs Zuschauen und bis bald.